So, ich würde sagen, wir fangen langsam an. Zunächst einmal vielen Dank an alle, die sich dafür entschieden haben, zu dieser Veranstaltung zu kommen. Vielleicht auch gleich vorweg ein Glückwunsch von meiner Seite, dass Sie diese Entscheidung getroffen haben, denn wir werden uns mit einem der wichtigsten Themen überhaupt in den nächsten 2 Stunden mit einem großartigen Panel beschäftigen. Wir werden das von der Struktur, von dem Aufbau so machen, dass wir zunächst einmal die Gelegenheit haben, von dem Panel die verschiedenen Positionen zum Thema Energiewende zu hören. Dann werde ich noch die eine oder andere Rückfrage stellen und dann ist es aber mein Ziel, dass viel von Ihnen auch mit berücksichtigt wird, sodass wir also Fragen, die Sie haben, mit in die Diskussion einbinden können. Ja, das Thema des Panels ist Energiewende in Deutschland. Wie dezentral und demokratisch kann es sein? Und vielleicht vorweg nochmal ein kurzes Bild, um Ihnen das Thema Energiewende ein bisschen zu bebildern. Das ist eine kleine Anekdote, die mir wirklich so passiert ist. In meiner Verwandtschaft gibt es mehrere kleine Kinder und heranwachsende Kinder. Und ich hatte vor 10 Jahren die Gelegenheit, bei einer Einschulung dabei zu sein, an einer Schule hier in Berlin. Und bin an einer Tafel vorbeigekommen, an der waren Kinderbilder zu sehen. Und offensichtlich war das Motiv, ein Haus zu malen. Das waren also wirklich von 6- bis 7-Jährigen die Bilder. Und es waren also natürlich alles völlig unterschiedliche Häuser, aber alle hatten sehr ähnliche Elemente, nämlich einen Schornstein, 2 Fenster und die Tür in der Mitte. Soweit so gut, soweit auch noch keine Überraschung. Spannend fand ich, als ich vor einem Jahr wieder die Gelegenheit hatte, in der Schule zu sein und offensichtlich hatte wieder jemand das Motiv, mal ein Haus ausgegeben. Und auf fast der Hälfte der Zeichnungen war ein Haus mit 2 Fenstern und einer Tür und auf dem Dach Solarzellen. Kein Schornstein. Teilweise mit Schornstein, teilweise ohne, teilweise mit Windrad im Garten, teilweise ohne. Und da habe ich gesehen, wenn das so ist, sozusagen, wenn man all die politische Diskussion gar nicht zur Verfügung hat, sondern nur von der Wahrnehmung her herauskommt und ein Abbild dessen gibt, was sich uns draußen in den letzten 10, 15 Jahren bietet an Bildern, dann kann man doch sagen, wir haben ein ganz schönes Stückchen zurückgelegt zum Thema Energiewende. Konkret in Zahlen heißt das, dass wir im Jahr 1999 ungefähr bei 3% Anteil erneuerbarer Energien waren. Jetzt sind wir bei knapp 20. Ziel der konservativen Regierung ist es, den Anteil in den nächsten 8 Jahren nochmal fast zu verdoppeln, also auf 35% hochzugehen. Und wir haben auch eine Entscheidung der Bundesregierung, dass fast in der gleichen Zeit, im Jahr 2022, das letzte Atomkraftwerk in Deutschland vom Netz gehen soll. Wer hätte es gedacht? Natürlich hat das einen enormen Push auch in der Wirtschaft gehabt. Es hat Milliardeninvestitionen in die erneuerbare Energienindustrie gegeben in Deutschland. Wir haben den Preis der Anlagen allein in den letzten 5 Jahren teilweise sich halbieren sehen und wir haben 350.000 Jobs in Deutschland geschaffen. Und für dieses kleine Wunder wird Deutschland weltweit bewundert. Man guckt aber auch sehr, sehr genau hin, wie jetzt sozusagen die nächsten Schritte zur Energiewende geschehen. Deswegen ist das, was wir hier in Deutschland machen, immer auch ein bisschen Labor für andere industrielle Länder oder für andere Länder überhaupt, die Energiewende dort nachzuvollziehen. Insofern ist das eines der spannendsten Themen aus meiner Sicht überhaupt, sich diese Fragen, die wir uns heute hier stellen wollen, genau mal zu Gemüte zu führen und auszuleuchten und entsprechend mit Lösungen zu kommen. Man könnte also sagen, gut, this train has left the station, wie man im Englischen so schön sagt, läuft die Energiewende also in Deutschland, ist alles bestens, brauchen wir uns nicht mehr zu kümmern, können wir uns um andere Probleme kümmern? Sicher nicht, denn die Entwicklungsszenarien, die vor uns stehen, sind sehr, sehr unterschiedlich. Und für die, die sich mit Energiepolitik auskennen, werden ins Programm geguckt haben und werden sich gedacht haben, gibt es denn da überhaupt eine Kontroverse bei den Teilnehmern des Panels? Ich kann Ihnen versprechen, es gibt die ein oder andere kontroverse Diskussion. Denken Sie nur an die Diskussion dezentral versus zentralistische Strukturen, die wir im Bereich Erneuerbaren diskutieren.
Es gibt solche, die für eine Struktur sind, wo wir also weiter eine zentralistische Energieerzeugungsstruktur haben, Beispiel Sonnenenergie oder Windenergie aus der Wüste mit Kabeln einfach nach Europa und fertig ist die Laube oder große Offshore-Windparks. Und dann gibt es aber auch andere Fraktionen, die klipp und klar auf Rekommunalisierung und auf den sogenannten Power-to-the-People-Ansatz setzen. Und das wird sicherlich auch eine Kontroverse sein, die wir heute hier diskutieren. Ich hatte es gerade gesagt, es ist mir eine Ehre, dieses Panel zu moderieren, weil ich glaube, wir haben vier der führenden Köpfe der Energiewende hier versammelt heute. Zunächst einmal darf ich Ihnen vorstellen, Irmgard Scheer-Pontenagel, eines der Gründungsmitglieder der Speerspitze der Solarenergiearbeit der Organisation Eurosolar und auch immer noch Geschäftsführerin von Eurosolar. Herzlich willkommen. Neben ihr sitzt Dr. Matthias Dümpelmann. Er ist Geschäftsführer von 8KU. Wem das nicht sofort was sagt, dem sei geschildert, es ist eine Vereinigung aus 8 kommunalen Energieunternehmen, die ihre Interessen sozusagen in dieser Organisation bündeln und auch eine gebündelte Interessensvertretung sozusagen dadurch in der Politik, vor allen Dingen in der Berliner Politik, sichern wollen. Er ist ehemaliger Leiter der Stadtwerke Delmenhorst, kennt sich also bestens auch mit der Dynamik eines Stadtwerkes aus und hat aber auch jahrelang im Bundestag zur Energiepolitik gearbeitet, Ende der 90er. Wie gesagt, da standen wir mit der Energiewende noch am Anfang. Er hat also die Lernkurve der letzten 12, 13, 14 Jahre aus den unterschiedlichsten Perspektiven selbst miterlebt. Herzlich willkommen. Ganz außen zu meiner Rechten Thomas Breuer, der einen sehr interessanten Lebensweg oder beruflichen Werdegang hingelegt hat. Er ist von Haus aus Betriebswirt und Finanzanalyst und hat vor knapp acht Jahre ungefähr einen Wandel hingelegt und hat bei Greenpeace als Atomcampaigner angefangen und leitet inzwischen seit 5 Jahren den Klimaenergiebereich bei Greenpeace Deutschland, hat also wiederum eine ganz andere Perspektive, vor allen Dingen auch eine betriebswirtschaftliche Perspektive mit reingebracht in die Diskussion und kann sicherlich die Greenpeace-Position, aber auch die betriebswirtschaftliche Expertise sozusagen hier am Panel wunderbar zur Verfügung stellen. Herzlich willkommen, Thomas. Und zu meiner Rechten Dr. Peter Amels. Er ist Leiter der Erneuerbaren Energieabteilung bei der Deutschen Umwelthilfe, auch eine neben Greenpeace und Eurosolar, auch eine der wichtigen Organisationen, einflussreichen Organisationen zum Thema Energiewende in Deutschland. Peter Amels ist auch ein Urgestein der Energiewende, hat bei den Anfängen schon mitgewirkt, war lange Präsident des Bundesverbands Windenergie, aber interessanterweise auch ein passionierter Landwirt. Wenn man Peter, und ich, das ist mir selbst passiert vor einigen Jahren, wenn man Peter anrief, wusste man nicht, ist er jetzt im Büro oder steht er gerade auf dem Misthaufen. Und das war immer sozusagen eine sehr interessante Verknüpfung, auch diese hands-on praktische Erfahrung mit der politischen Arbeit. Insofern freue ich mich sehr, dass wir auch dich für dieses Panel gewinnen konnten. Herzlich willkommen. Ja, dann würde ich sagen, Startvorgang abgeschlossen, starten wir in die Diskussion und wir beginnen mit einführenden Statements und wir beginnen mit Frau Scheer-Pontenagel. Ja, danke schön für die freundliche Vorstellung meiner Person und in gewisser Weise auch der Organisation, die ich vor vielen Jahren, nämlich 88, mit Hermann Scheer und anderen engagierten Personen gegründet habe. Diese Organisation Eurosolar entstand in einer Zeit, eben wie gesagt 88, in der wenig über Alternativen in der Strom- oder Energieversorgung nachgedacht wurde, geschweige denn etwas in die Richtung praktiziert wurde. Ausgenommen immer die privaten Tüftler, die Ingenieure, die immer schon wussten, dass da ein riesiges Potenzial schlummert
und dass wir mal diese Alternative dringend brauchen. Bei Hermann Scheer zeichnete sich das etwas anders ab. Er war Abgeordneter im Deutschen Bundestag und Abrüstungssprecher. Und in dieser Funktion hat er sich überlegt, ein Buch zu schreiben, das sich nannte Die Befreiung von der Bombe. Das heißt also, er sah sehr früh den direkten Zusammenhang zwischen der militärischen und der friedlichen, sogenannten friedlichen Nutzung der Kernenergie. Vor allen Dingen auch diese Doppelleistung, die immer und Doppelbenefit, die in dieser Situation steht. Ich möchte das nicht vertiefen, aber bei ihm führte es dazu, dass er einen Exkurs formulierte, in dem er ausführte, warum es auf die Dauer notwendig sein wird, wenn man von dieser Bombe wegkommen will, egal ob neben einer Stadt oder in Regionen, die bewohnt sind, oder aber als militärisches Machwerk, dass man davon wegkommen muss und dass man dann eben doch eine Alternative braucht. Und in diesem Zusammenhang hat er einen Exkurs formuliert zu den erneuerbaren Energien. Und das hat er sehr weit gefasst. Er nannte es natürlich damals die Sonnenenergie und darum nennt sich unsere Organisation auch Eurosolar. Aber wir haben sehr schnell den Untertitel dazu geschrieben, damit auch jeder weiß, dass es hier um das gesamte Spektrum der Erneuerbaren handelt. Denn alles kommt von der Sonne, ob es nun der Wind ist oder die Biomasse für die Photosynthese oder was auch immer. Alles kommt von der Sonne und in diesem Zusammenhang stellte sich dann ja auch sehr schnell heraus, dass die Energie, wenn man sie von der Sonne oder die Sonne anzapft für diese Energie, es eigentlich nur noch um Technikkosten geht. Das heißt, um Techniken, die erfunden sein müssen, die einer Markteinführung bedürfen und die natürlich dann gewisse Kosten haben. Das ist also diese sogenannte Revolution, die also sagt, dass ein Energiesystem sich immer von seinen Quellen ableitet. Das fossile, atomare Energiesystem von seinen Quellen und die Erneuerbaren von ihrer Quelle. Nur die eine Quelle, und das hat ja Franz Alt so nett gesagt, die eine Quelle schickt uns keine Rechnung, die Sonne schickt uns keine Rechnung. Wunderschöner Begriff von Franz Alt, der sich sehr viel in diese Richtung deutlich macht. Also diese sogenannten Primärenergiekosten fallen also nicht an, sondern nur die Technikkosten. Damit hat man schon mal eine völlig andere Struktur, die darauf beruht, dass man diese sogenannte Sonnenenergie natürlich dort anzapfen muss, wo die Sonne scheint oder in ihren verschiedenen Formen wie Wind, Biomasse, Geothermie kann man unter Umständen auch dazu rechnen, aber Wellenkraft, Wasserkraft und so weiter. Ein Riesenspektrum an Möglichkeiten. Das heißt also aber auch, dass man dazu ein Riesenspektrum von Techniken braucht und diese Techniken muss man erstmal haben und sie müssen marktfähig gemacht werden, sie müssen zu einem vernünftigen Preis zu bekommen sein. Wie kann man eine solche Frage angehen? Und ich möchte hier einen Sprung machen. Da war es ein mutiges Parlament in Deutschland, was gesagt hat, wir nehmen uns dieser Frage an, wir machen einfach einen Gesetzesentwurf. Und das in einer Zeit, wo eigentlich keiner, wenn man das propagierte, dass man die Sonnenenergie nutzen sollte oder die erneuerbaren Energien, keiner daran glaubte, dass genügend Potenzial sozusagen umgesetzt werden könnte. Heute wird es überhaupt nicht mehr bezweifelt, dass das Potenzial für unsere Energieversorgung ausreicht. Es gibt wohl keine Studie, die belegt, dass das nicht ausreichen würde. Sondern es ist ja immer nur eine Frage, wie wird es angegangen, wird es umgesetzt. Das Parlament nahm sich dieser Frage an, was ein ganz außergewöhnlicher Tatbestand war. Es war also keine Regierungsinitiative in der Weise, sondern die Parlamentarier haben gesagt, wir müssen das in die Hand nehmen und müssen einen Gesetzentwurf machen. Herr Amels wird sicherlich auf diese Frage auch eingehen, weil gerade die Technik, die in der Zeit am weitesten voraus war, damit auch die größte Chance hatte, einzusteigen. Und das war die Windkraft. Und es kam dann 1991 zum ersten sogenannten Einspeisegesetz. Das stellte sicher, dass diese Energie tatsächlich abgenommen werden muss, wenn sie produziert wird, zu einem vernünftigen Preis und dass sie Vorrang hat, das heißt diese Abnahmeverpflichtung. Das hat dazu geführt, dass man eine Investitionssicherheit hatte, dass die Leute es
leisten konnten, wenn sie sich einer solchen Technik annahmen, dass sie sie zu vernünftigen Preisen anbieten konnten. Wenn man heute eben von 20% spricht, dann ist das dieser Entwicklungsweg. Eurosolar hat in der Zwischenzeit auch ein Konzept entwickelt, ein sogenanntes 100.000-Dächer-Programm, weil der damalige Forschungsminister ein 1.000-Dächer-Programm aufgelegt hatte, für alle Bundesländer zusammen. Da haben wir gesagt, das ist ja wohl nur marginal, das kann es ja wohl nicht sein, und haben die Forderung nach einem 100.000-Dächer-Programm aufgestellt, was dann auch über die KfW-Bankengruppe abgewickelt wurde, um einfach eine Markteinführung zu erreichen. Und das hat tatsächlich geklappt. In diesem Zusammenhang kann ich mir aber eine kleine Spitze gegen Greenpeace nicht verkneifen, Entschuldigung. Aber in der damaligen Zeit hat es uns sehr geschadet, dass als wir diese Forderung nach 100.000 Dächern forderten, Greenpeace sagte, das ist unrealistisch, es können nur 50.000 sein. Das heißt also, es ist manchmal nicht so ganz einfach, mutig voranzugehen, weil es natürlich immer eine Möglichkeit gibt, über Szenarien, die natürlich auch immer nur so gut sind, wie das, was man da reinfüttert in den PC, sind, wenn man diese Szenarien dann sozusagen zum Programm macht. Das ist aber auch das, was ich der heutigen Regierung vorwerfe. Es werden Szenarien gemacht und es wird behauptet, nur so geht es. Wenn wir das damals so gemacht hätten, wenn es nicht dieses Gesetz gegeben hätte, sondern man hätte Szenarien entwickelt und anhand dieser Szenarien Einführungsprogramme durchgesetzt, sagen wir mal durch eine Regierung, dann wären wir heute nicht auf diesem Stand, weil wir nämlich alle Szenarien überboten haben durch die Realität. Weil nämlich, und hier komme ich jetzt eigentlich zum Schluss, ich möchte ja nicht meine Redezeit, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, überschreiten, weil wir ein ganz fantastisches Phänomen hatten. Und hier spreche ich den zweiten Teil dieser Überschrift unserer heutigen Diskussion an, die demokratische Notwendigkeit in diesem Prozess. Eine dezentral angebotene Energie wird immer nur dann optimal umgesetzt, wenn es viele, viele neue Träger gibt, die dann auch investieren. Und das hat geklappt. Es ist interessant, dass es eben nicht die Energiewirtschaft war, die investiert hat, sondern es sind die Bürger, die Genossenschaften, die Stadtwerke, die dort investiert haben. Den größten Teil ausmachen, ein verschwindender Teil, ist die Energiewirtschaft gewesen. Und das herauszustellen, ist, glaube ich, deswegen so wichtig, weil man jetzt leider politisch sagt, durch die Tatsache, dass wir die Kernkraftwerke abschalten werden bis 2022, jetzt sozusagen die Energiewende geschaffen werden müsste, um das Potenzial, was dann ja wegfällt, Stück für Stück ersetzen zu müssen. Das ist jetzt eine Rechnung, die sozusagen planerisch vorgeht, ebenfalls wieder im Rahmen dieses Spektrums, ja, nicht darüber hinaus, nicht darunter. Also und das soll dann eben ein Parlament verabschieden, also demokratische Planwirtschaft. Das entspricht aber weder unserer Marktwirtschaft noch den Möglichkeiten, die eine Gesellschaft hat. Man kann solche Prozesse, sonst wäre Deutschland nicht so erfolgreich gewesen, nicht vorplanen, sondern man muss politische Rahmenbedingungen setzen, in denen es den möglichen Investoren, die man sich denken kann, und das ist im Augenblick die gesamte Gesellschaft, ihre Chance haben. Damit müsste ich es erstmal belassen. Vielen Dank, Cher Pontenagel. Vielleicht nur noch mal unterstützend zu dem, die Zahl der Investitionen bei den vier großen Energieunternehmen, die machen weniger als ein Zehntel dieser 20% aus. Das heißt also, die E.ON, EnBW, Vattenfall und RWE tragen weniger als ein Zehntel zu der Menge der erneuerbaren Energien bei. Der Rest wird durch private Investoren, neue Marktteilnehmer gestellt. Insofern unterstützt das, was Sie gesagt haben. Ich würde sagen, wir machen auf der Seite weiter. Ja, vielen Dank.
ich sage mal, das Potenzial zur Kontroverse sinkt von Sekunde zu Sekunde. Vielleicht kann ich aber trotzdem an der einen oder anderen Stelle dazu beitragen. Ich habe mir überlegt, ich nutze meine 8 bis 10 Minuten dafür zu sagen, wo kommt das eigentlich her, dass Stadtwerke in die Energiewende investieren? Und das tun die ja nicht, weil das einfach nur schön ist und Spaß macht, sondern solche Unternehmen sind natürlich auch dafür da, Geld zu verdienen. Und als wir begonnen haben, uns mit der Frage zu beschäftigen, ist das jetzt nur ein Pferd, auf das wir massiv setzen? Und kontrovers jetzt von der anderen Seite, wir waren als Stadtwerke auch verdammt langsam in dem Prozess. Also ich kann mich erinnern, vor 8 oder 10 Jahren, da war das durchaus nicht so, dass erneuerbare Energien so toll beleumundet waren, so bei uns im Spektrum. Da gibt es auch einige ganz konservative Knochen. Das bricht alles auf, aber ich will damit nur sagen, die Ehre der ersten Bewegung haben wir da an der Stelle nicht gehabt. Aber wir haben uns dann doch damit beschäftigt und auseinandergesetzt und die Frage gestellt, warum lohnt sich das eigentlich nun wirklich eine ganze Menge Geld dafür einzusetzen, dass die Energieversorgung, soweit wir sie betreiben, grüner wird und grüner wird. Und es gibt eigentlich zwei Faktoren, die sind voneinander unabhängig und bilden, weil sie unabhängig voneinander sind, aber ein robustes Szenario, wie man so sagt. Das eine sind eigentlich zwei ökonomische Prinzipien, das sind Knappheitsprinzipien. Wir haben auf der einen Seite die Knappheit des Klimasystems, das natürlich nicht endlos in der Lage ist, CO2 aufzunehmen. Und das andere Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen und auseinandersetzen müssen, ist die Knappheit fossiler Ressourcen. Und diese Knappheit, also man muss ja nicht unbedingt die Peak Oil These zitieren oder referieren, aber man merkt doch an allen Ecken und Enden, dass die Zeit von billigen fossilen Ressourcen schlichtweg vorbei sind. Und das bedeutet, aus einem ökonomischen Zusammenhang und aus einer ökonomischen Begründung heraus ist es sinnvoll, und zwar mehr als sinnvoll, auf erneuerbare Energien zu setzen und das in einem ganz, ganz großen Umfang und Ausmaß. Insofern kann man durchaus natürlich die Zielsetzung der Bundesrepublik Deutschland, wie sie die Bundesregierung jetzt formuliert hat, nämlich in 2050 bei 80-95% Erneuerbaren im Stromsektor zu sein und ich glaube bei 60% oder sowas beim Gesamtenergieverbrauch. Ein zweiter Punkt, auf den ich hinweisen will, vielleicht eine ganz kleine Richtigstellung, die 20% Erneuerbare haben wir momentan ja beim Strom. Den haben wir noch nicht über das gesamte Spektrum des Energieverbrauchs. Da sind wir immer noch, ich werde Sie jetzt gleich, Achtung, mit 6 Zahlen traktieren. Also mehr als 6 sind es aber auch nicht. Die Hälfte unseres Energieverbrauchs wird eben immer noch, knapp die Hälfte, über Mineralöl gedeckt. Wir verbrauchen in Deutschland ungefähr 3.800 Milliarden Kilowattstunden Energie. 3.800 Milliarden Kilowattstunden. Ja? Davon entfallen auf den Strombereich nur gut 500. Bei der Mobilität, also Autofahren, Fliegen, Bahnfahren, sind es um die 700. Dann gibt es noch den gesamten industriellen Verbrauch, das sind um die 550. Und dann haben wir noch den Bereich Wärme und Warmwasser, das sind so 750. Und dann sind immer noch 1200 übrig, die draufgehen dafür, dass unsere Umwandlungsprozesse nicht besonders umwandlungseffizient sind. Also wenn ich jetzt richtig die Zahlen referiert habe, dann addiert sich das auf 3.800. Stadtwerke belegen von diesen Feldern 2. Das ist der Bereich Strom und das ist der Bereich Wärme. Und Mobilität machen dann, also das ist natürlich eine weitgehende Privatangelegenheit, ÖPNV gehört auch dazu. Ich will damit nur sagen, die Aufgabe ist noch ein bisschen schwieriger, wenn man sie gesamtgesellschaftlich, gesamtenergiepolitisch ansieht, auch wenn, sagen wir mal, der Beitrag von Stadtwerken sich im Wesentlichen auf den Bereich Strom und Wärme konzentriert. Also ich finde es nur ganz wichtig, und darum habe ich Sie mit diesen Zahlen behelligt, zu sehen, wenn man nur auf den Strom guckt, dann guckt man eigentlich auf den kleinsten Teil bei der ganzen Geschichte. Und irgendeiner muss das jetzt mal sagen, jetzt weiß ich mal in diesem Panel. Zum Thema Dezentralität. Das ist im Wesentlichen eines, das natürlich sich begründet aus der Frage, wo stehen die Energieerzeugungsanlagen? Sind das ganz große Anlagen, so wie große Steinkohlekraftwerke, Braunkohlekraftwerke, Kernkraftwerke und so weiter? Sind das mittelgroße Anlagen, so Gaskraftwerke, häufig mit Kraft-Wärme-Kopplung verbunden, oder sind das Windanlagen?
Dieser Dezentralitätsbegriff ist immer ein bisschen schillernd. Mir gefällt eine Dezentralität, die die Stromerzeugung dorthin bringt, wo die Leute tatsächlich sind. Also das heißt, wo immer auch eine Stadt ist, eine große Stadt, ist es natürlich klug, weil auch Netzausbau reduzierend, wenn die Stromerzeugung möglichst nah da dran ist. Das geht natürlich jetzt nicht immer, weil Sie können natürlich weder auf der Spitze des Kölner Doms noch in der Tat auf der Spitze des Turms auf dem Alexanderplatz irgendein Windrad bauen. Das ist schlichtweg Quatsch. Aber die Frage der Dezentralität ist immer ein bisschen auch Spannungsfeld einer Gesamtsystembetrachtung. Und je besser Energieerzeugung in der Lage ist, schnell an die Leute ranzukommen, an die Kunden ranzukommen und übrigens auch deren Verhalten, deren Energiebezugsverhalten abzubilden, umso einfacher wird es am Ende für das Gesamtsystem. Und die Dezentralität, die ich mir vorstelle, ist eine, die in der Tat, ich glaube, auch da haben wir keine große Kontroverse, vielleicht eine, die dann in die Energiesystematik hineingeht, in die Systemstabilität. Vernünftig und dezentral ist eine Energieerzeugung immer dort, wenn sie weiteren Systemintegrationsaufwand einspart. Ein weiterer Punkt in dem Zusammenhang auf der Linie die Energie zu den Leuten bringen, ist natürlich die Beteiligung an Investitionen. Also die, ich könnte Ihnen noch eine siebte Zahl nennen, das sage ich jetzt aber nicht. Natürlich können Sie sich alle vorstellen, dass die Energiewende einen Haufen Geld kostet. Und zwar mehr, als in der Tat kurzfristig bei Energieunternehmen verfügbar ist. Das ist einer der Gründe dafür, weshalb eben auch Energieunternehmen, nicht nur die Großen, auch die Mittelgroßen und die Kleinen, nur einen Teil der Investorenschaft in erneuerbare Anlagen darstellen. Vieles sind natürlich Bürger, vieles sind aber auch institutionelle Investoren, Versicherungen, Fondsgesellschaften und so weiter und so weiter. Und es ist gut und vernünftig und lohnt sich auch in Erneuerbare zu investieren. Ich kann mir nicht vorstellen, zumindest ist es bei den Stadtwerken, für die ich so unterwegs bin, nicht der Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es andersrum ist. Es ist eine gute Idee, die Bürger zu beteiligen an den Investitionen, mit denen zusammen etwas zu unternehmen. Überall dort, ich sage jetzt nicht den Namen des Unternehmens, aber eines, das relativ groß jetzt auch einsteigt im Bereich Wind Onshore, eher im Süden der Bundesrepublik, findet überhaupt gar keine Akzeptanzschwierigkeiten für neue Investitionen im Bereich Wind, gerade im Windbereich, weil es die Leute tatsächlich mitnimmt und weil die miteinander vom Genossenschaftsmodell über allerlei andere Finanzbeteiligung, also schlichtweg sagen, es ist doch viel einfacher, die Leute mitzunehmen, sie mit auch Geld verdienen zu lassen und sie zu beteiligen in der Investition in erneuerbare Energien, als ihnen sozusagen stumm irgendein Ding vor die Nase zu knallen und sich dann anschließend zu beschweren, dass die Leute das nicht toll finden. Also das Ganze hat natürlich auch einen Tropfen Wasser im Wein. Da gibt es möglicherweise eine kleine technische Kontroverse und ein Thema, über das man noch zu diskutieren hat. Das ist die Frage, wer steuert eigentlich oder wie wird dieses Gesamtsystem gesteuert? Es ist ja nicht ganz trivial, sich zu überlegen, dass alle Leute im Land Strom ziehen können, wann immer sie wollen und dass sie auf den Knopf drücken, wann immer es geht. Und das heißt, es muss ein Ausgleich geschaffen werden zwischen Angebot und Nachfrage. Und das geht natürlich umso leichter, je gesamthafter eine solche Systemsteuerung ist. Das derzeitige System, wie es da ist, ist darauf noch nicht angelegt. Aber es muss natürlich in diese Richtung weiterentwickelt werden, dass dabei die erneuerbaren Energien leitendes System sind und die herkömmlichen sozusagen, solange es notwendig ist, noch da sind, um dies zu stützen, versteht sich dann von selbst. Das war's für die erste Runde. Ja, vielen Dank für diese Ausführung. Wenn ich es richtig verstanden habe, kann man die Formel sagen, Beteiligung sichert Akzeptanz und Akzeptanz wiederum sichert dann die Investitionen beziehungsweise und die Umsetzung, beziehungsweise im Umkehrschluss, wenn Sie die Akzeptanz in der Bevölkerung nicht haben für einen Windpark oder sogar für Leitungsausbau, kommen Sie mit Ihren Investitionen auch nicht zugange, weil es sozusagen sich Widerstand regt. Insofern ist die Beteiligung einer der Schlüssel. Eine zweite Schlussfolgerung, die ich daraus ziehen würde, ist eine dezentrale Energieproduktion, aber eine zentralistische Steuerung.
wenn ich es richtig verstehe. Weil, wenn ich es richtig verstehe, haben Sie gesagt, man kann natürlich das Ausbalancieren der Stromnetze, wenn wir jetzt mal im Bereich Strom sind, nicht an 1000 verschiedenen Punkten machen, sondern muss es im Prinzip gebündelt steuern. Das ist noch ein wichtiger Punkt, wenn ich es richtig verstanden habe. Richtig? Sie gucken so? Lassen wir es mal. Es ist natürlich überall dort, wo Strom produziert wird, so, dass an der Stelle bereits eine Steuerung erfolgt. Die Steuerung, die da an der Stelle erfolgt, muss dann zentral nicht mehr erfolgen. Und das ist eigentlich genau die Voraussetzung, die man dann da haben soll. Also einer aus dem erneuerbaren Bereich, mit dem ich neulich sprach, der sagt, hey, das ist mein wichtigstes Thema. Wie kriege ich eigentlich meinen PV-Strom so ins Netz, dass das Netz möglichst weit und lange tatsächlich auch offen ist? Aber wenn ich das nicht schaffe, dann kriege ich meinen Strom gar nicht verkauft am Ende des Tages. Und das heißt also, wir kommen schon in einen stärker dezentralen Teil, Ansatz für die Steuerung hinein. Nur der wird wahrscheinlich nicht völlig ausreichend sein. Okay. Gut, und ich glaube, ein dritter Bereich war nochmal der Reminder, die Erinnerung an uns, dass die Energiewende, weiß Gott, nicht nur Strom ist, sondern eben auch die Bereiche Mobilität, der natürlich zunehmend möglicherweise mit Strom zu tun haben wird, wenn wir das Thema Elektromobilität uns in Erinnerung rufen, aber natürlich auch der Bereich Wärme. Auch da kann es sein, dass sozusagen ein größerer Strombedarf in Zukunft entsteht, aber eben nochmal die Erinnerung, Energiewende heißt nicht nur Strom, sondern auch Wärmeerzeugung und dies zur Verfügung stellen von Mobilität. Wir machen weiter mit Thomas Breuer von, oder hatten wir das jetzt? Ja, ne? Na gut, dann, gut. Nee, dann setze ich direkt vielleicht gleich da an, wo Herr Dümpelmann eben aufgehört hat. Er hat ja gesagt, dass die Sache mit der Akzeptanz auch damit zusammenhängt, dass Leute vor Ort sich beteiligen können und damit dann ein Stück weit auch Wertschöpfung möglich ist. Sehe ich ganz genauso. Ich möchte noch etwas vorher anfangen und den Titel auch noch mal genauer betrachten. Dezentral oder wie dezentral kann Energie sein und wie demokratisch muss sie sein und wie hängen diese beiden Dinge miteinander zusammen. Ich glaube, man muss das trennen. Und zwar insofern, dass zentral nicht per se undemokratisch ist. Auch das muss natürlich irgendwo im Parlament entschieden werden, was gebaut wird und was nicht. Und nicht jedes dezentrale Ding muss natürlich auch demokratisch sein. Ja, natürlich. Aber ich glaube, es geht um was anderes. Es geht darum, dass Energie in der Vergangenheit mehr oder weniger sich fernab der Lebenswelten von vielen, vielen Bürgern abgespielt hat und in der Regel auch zu Verbesserungen im persönlichen Lebensumfeld geführt hat. Dass Strom kam, der vorher nicht da war und von daher die Begleitumstände, nämlich Strommasten und Kraftwerke, dann auch nicht so ein Problem waren. Das hat sich jetzt total geändert. Das hat sich total geändert, nicht nur seit Nutzung der Kernenergie, die nun Gott sei Dank ein Auslaufmodell ist, auch erst nicht nachdem erkannt wird, dass Kohle Klima verbrennt, sondern es ist nach wie vor aktuell, wenn wir über neue Infrastrukturmaßnahmen sprechen, die wir jetzt umsetzen müssen, damit wir die Energiewende hinkriegen. Und dazu gehört vor allen Dingen der Netzausbau. Der Netzausbau betrifft natürlich sehr viel mehr Menschen, als er es je in der Vergangenheit betroffen hat. Und von daher muss da auch eine sehr interessante oder eine sehr intensive, auch demokratische Diskussion stattfinden, ob das denn wirklich sein muss und ob das zumutbar ist und ob das alles richtig ist. Wir haben sehr viele Diskussionen in den letzten Jahren vor Ort geführt, mit Menschen gesprochen, die vom Stromnetzausbau betroffen waren und uns deren Argumente angehört. Und daraus auch eine Schnur oder eine Abfolge von Notwendigkeiten abgeleitet, die man tun muss, wenn man Energiewende möchte, wenn man eben Energiewende demokratisch legitimieren möchte. Und dazu gehören verschiedene Ebenen. Dazu gehört vor allen Dingen und zuallererst mal auf Bundesebene eine ausführliche Diskussion darüber, welches Energiesystem wir wollen, gemeinsam wollen. Und das hat ja im letzten Jahr begonnen und hat sich jetzt dadurch manifestiert, dass die Bundesnetzagentur einen Masterplan vorgelegt hat, wo drin steht, welche Kraftwerk in welcher Zusammensetzung bis 2020 denn gebaut werden soll. Das ist erstmal ein wichtiger Schritt. Da war also eine Konsultation auch, die im letzten Jahr begonnen hat, im August und bis Ende des Jahres abgeschlossen war, wo jeder sich beteiligen konnte, wo sich auch der Plan noch verändert hat und wo dann am Ende feststand, so und so viel Wind, so und so viel Sonne, so und so viel Kohle, so und so viel Gas. Das war der Ausgangspunkt für die Diskussion, die zurzeit gerade läuft, beziehungsweise die von den Netzbetreibern umgesetzt wird. Welches Netz brauchen wir denn dazu? Dann habe ich die erste Frage vor Ort, oder dann kann ich die erste Frage vor Ort beantworten.
ja, wir brauchen dieses Netz für diesen und jenen Kraftwerkspark. Am Ende, das ist Gott sei Dank da auch mit drin enthalten, mit 80-95% Erneuerbaren bis 2050. Das ist soweit der erste Schritt. Das heißt aber noch lange nicht, dass dann vor Ort die Diskussion beendet ist. Im Gegenteil. Okay, wenn ein Netzausbau stattfinden muss, dann müssen wir natürlich auch gewisse Dinge vor Ort beachten. Und wir müssen vor allen Dingen uns klar sein, dass wir in das Lebensumfeld der Bürger eingreifen. Und da werden dann auch Fragen nach Alternativen gestellt. Nicht nur nach lokalen und räumlichen Alternativen. Die Leitung kann ja woanders bauen, muss ja nicht bei mir lang gehen. Nein, auch nach Alternativen im System. Heißt also, wir können noch ein bisschen mehr Lastmanagement machen, intelligentes Netz installieren. Wir können auch ein bisschen mehr Speicher machen und damit den Netzausbau verhindern oder reduzieren. Diese Fragen muss man beantworten können. Muss man beantworten können, um zu sagen, was dann nach Nutzung aller dieser Maßnahmen, die unverzichtbar sind, dann immer noch an Netzausbau übrig bleibt, beziehungsweise ob er dadurch erheblich reduziert werden kann. Auch diese Diskussion läuft zurzeit. Dann geht es weiter, dass dann, wenn dann wirklich klar ist, okay, es geht im Moment nicht anders und es muss auch zeitnah ein Netzausbau stattfinden, weil einfach die Windenergieanlagen jedes Jahr 2000 Megawatt mehr werden und weil bei diesem Netzentwicklungsplan auch die Länder erfreulicher und erstaunlicherweise erheblich ambitioniertere Ziele als noch vor einem oder vor zwei Jahren möglich sich vorgenommen haben und damit auch dann die ganze Netzlandschaft bzw. Erzeugungslandschaft sich total wandelt. Es entstehen immer mehr Kraftwerke und beileibe nicht nur auf See, sondern in Norddeutschland, irgendwo im Land, wo die Energieverbraucher gar nicht da sind, wo also der Strom von Nord nach Süd transportiert werden muss. So, dann haben wir vor Ort immer noch die Betroffenheit da. Und wer in Westdeutschland mal mit sehendem Auge durch die Landschaft gefahren ist, sieht, dass man dort sehr viele Leitungen hat, aber auch sehr viel Bebauung hat und dass mit den Abständen und mit dem Netzausbau gar nicht so ganz einfach ist. Deswegen wäre es hilfreich, bei dem Netzausbau in Zukunft Mindestabstände zu definieren, die einzuhalten sind. Mindestabstände, sodass auf jeden Fall ein gewisser Wohnumfeldschutz damit zu rechtfertigen und auch zu gewährleisten ist. Das ist in der Praxis nicht ganz so einfach umzusetzen, muss man ein bisschen dran arbeiten, aber wir halten es nach vielen Diskussionen für die einzige Möglichkeit, um die Akzeptanz für den Netzausbau zu erreichen, den es braucht, um die Energiewende hinzukriegen. Die Leute wollen nicht nur hinterher bei den Modellen sich ökonomisch beteiligen können. Und da kann ich ein Beispiel aus Nordfriesland berichten. Sie kennen das vielleicht, der eine oder andere von Ihnen, dass dort seit Jahren das Modell der Bürgerwindparks sehr erfolgreich praktiziert wird und auch dazu beigetragen hat, dass die Windenergie dort sehr bekannt und auch natürlich bekannt, ja klar, aber auch sehr ein Stück der Wirtschaft geworden ist und dass Schleswig-Holstein jetzt von 3000 Megawatt auf dann 9000 Megawatt in nur 4 Jahren seinen Park ausbauen will. Und die nordfriesischen Kollegen sagen, wir wollen nicht nur die Windmühlen betreiben, wir wollen auch das Netz betreiben. Und dort gibt es jetzt sehr konkrete Absprachen zwischen TenneT und zwischen den ganzen Bürgern vor Ort, die jetzt über ein Bürgernetz nachdenken und dort auch ein Fondsmodell für auflegen, dass auch nicht nur eine lokale Leitung, sondern sogar eine Höchstspannungsleitung dann vor Ort nicht mehr allein von TenneT besessen wird oder finanziert wird, sondern von den Bürgern vor Ort. Was auch dazu beiträgt, dass es mehr Akzeptanz gibt. Und das ist genau der Punkt, der uns auf der anderen Seite in Südniedersachsen oder im hessischen Raum als Gegenargument gekommen ist, wo die Leute vor Ort gesagt haben, ja, wir haben hier eine Leitung, wir haben weder erneuerbare Energien, weil das bisher von der Politik nicht promotet worden ist, wir haben überhaupt nichts von dieser dämlichen Leitung und deswegen wollen wir sie auch nicht. Deswegen muss man da sehr viel umfassender diskutieren und sagen, okay, wir planen mit euch zusammen, was nötig ist, was möglich ist und wir schaffen auch über das EEG, über Beteiligungsmöglichkeiten, Anreize für die Menschen vor Ort, sich damit einzubringen. Und am Ende glaube ich, dass nur beides zusammen, eine intensive Beteiligung und Befassung der Bürger bei Planung und auch beim kommerziellen Betrieb hinterher eine Energiewende möglich machen, weil sie eben so weit und so tief in das Lebensumfeld der Leute eingreift. Es sind nicht mehr nur ein paar punktuelle Kraftwerke, es betrifft mehr oder weniger fast jeden. Und da muss man mit anderen Modellen herangehen und mit anderen Lösungen. Und die Beteiligung und die Partizipation dazu vor Ort ist ein wichtiger Schritt hin da. Und da arbeiten wir gerade dran und versuchen, Lösungen zu finden, zusammen mit Partnern,
Und es scheint so, dass es da durchaus auch einige Ansätze gibt, die sich weit ab von dem Planungsinstrumentarium der 70er Jahre entfernen und viel andere, viel innovativere Werkzeuge benutzen. Aber vielleicht so viel erstmal zur Einleitung. Danke. Ja, danke, Peter Amels. Transparenz beim Netzausbau, aber auch in Frage stellen, ob man das Stromnetz überhaupt ausbauen muss oder ob es nicht andere Möglichkeiten gibt, den Bedarf zu regulieren, als neue Stromnetze zu bauen. Damit adressierst du sicherlich auch eines der Probleme, dass Speichertechnologien noch nicht so weit entwickelt sind, man aber jetzt im Prinzip das Stromnetz dabei ist, auszubauen. Vielleicht müsste man es in 10 Jahren gar nicht mehr, wenn man die Speichertechnologien weiterentwickelt hat. Das ist ja sozusagen eines der Diskussionspunkte. Vielleicht machen wir an dieser Stelle weiter mit Thomas Breuer, um das Bild zu vervollständigen. Ja, es ist ja schon sehr viel einfach über die Energiewende gesagt worden und ich versuche da auch nochmal eine Greenpeace-Perspektive und auch eine internationale Perspektive reinzubringen. Ich glaube, was gerade in Deutschland passiert, ist einerseits, dass geneigte Kräfte, die gemerkt haben, sie haben die Atomdiskussion erstmal verloren, versuchen jetzt die Energiewende zu untergraben. Der zweite Punkt ist, glaube ich, womöglich was typisch Deutsches, nämlich man hat ein tolles Projekt, man hat tolle Ziele sich genommen. Und es wird jetzt so ein bisschen im Klein-Klein auch zerredet. Das ist auch aus meiner Sicht eine Gefahr. Ich glaube, wir müssen uns mal wieder vergegenwärtigen oder immer wieder vergegenwärtigen, wofür steht das überhaupt? Wir haben in unserem Plan B für die Energiewende aufgezeigt, dass man aus der Atomkraft bis 2015 aussteigen kann. Und dieses kann bedeutet, wir haben geguckt, ohne Veränderung unserer Lebensweise. Aber da gibt es ja auch einige Panels hier auf dem McPlanet-Kongress, wo man das natürlich auch hinterfragen kann. Denn wir haben das gesehen in Japan, wo ich jetzt sehr viel gearbeitet habe. Ich bin im letzten März, April dort gewesen mit einem Messteam und im Nachgang immer wieder mit sehr vielen Politikern in Japan gesprochen. Und wir haben eine Energy Revolution auch für Japan gemacht, also ein Energieszenario für Japan. Und wir konnten tatsächlich vor dem 11. März letzten Jahres, haben wir kein Institut gefunden, was willens gewesen wäre, mit uns einfach mal das durchzurechnen, was ein schneller Atomausstieg in Japan, wie der aussieht. Sondern da hieß es immer 2030, das ist aber schon ganz eng in Japan, ne? Also mehr ist da wirklich nicht drin. Ja, was ist jetzt der Fakt? Der Atomausstieg wurde innerhalb eines Jahres vollzogen. Anfang Mai geht das letzte Atomkraftwerk vom Netz. Und das heißt sicherlich auch in Japan, man muss sich dann von dem ein oder anderen Liebgewohnten, was du so schön beschrieben hattest, ja, man hat auf einmal immer Energie auch in der Wohnung, vielleicht verabschieden, mal drüber nachdenken, brauche ich überhaupt all die Energie, die ich nutze? Und das muss man sich, glaube ich, immer vergegenwärtigen. Dann gehen auch viele, viele Prozesse am Ende des Tages, wenn alle davon überzeugt sind, wir müssen das machen, gehen die viel schneller. Aber mit dem Atomausstieg ist natürlich nicht getan, denn wir haben das Problem Klimawandel vor der Tür. Das heißt, nach unseren Berechnungen bis 2030 müssen wir komplett aus der Braunkohle aussteigen. Wir müssen aus den großen Kondensationskraftwerken Steinkohle aussteigen und bis 2040 spätestens komplett aus der Kohlenutzung, also auch KWK-Nutzung, muss dann komplett beendet sein. Und die Lösung hierfür liegt in, ja, das ist schon sehr häufig gesagt worden, liegt in den Bereichen einmal Effizienz, das heißt weniger verbrauchen, Energie auch effizienter produzieren. Und der andere Bereich ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Und da wird die Diskussion jetzt auf uns zukommen, spätestens im Herbst, wenn es um die EEG-Umlage geht, ist ja das Erneuerbare Energiengesetz, ist ja das zentrale starke Instrument, warum wir den Ausbau in Deutschland so stark vorangetrieben haben. Und dann wird es wieder um die Kosten gehen. Das ist ja eine ganz interessante Diskussion, weil bei allen anderen Energieformen
kennt nicht diese Kostendiskussion aus der Vergangenheit nicht wirklich. Das heißt, bei erneuerbaren Energien wird ja jeder Cent diskutiert. Liegt auch ein bisschen daran, dass jeder Cent sichtbar ist, was ja positiv ist. Aber da müssen wir uns auch immer wieder dran erinnern, bei Atomkraft und bei Kohle, da sehen wir die ganzen Kosten ja gar nicht. Das heißt, die Milliardensubventionen, die schon in diese Energieformen reingeflossen sind, wir haben das mal zusammengestellt über die FÖS, Atomkraft, über 200 Milliarden Euro sind da reingeflossen an Vorteilen am Markt, respektive auch gesetzliche Vorteile und direkte Subventionen. Bei Kohlekraft in Deutschland über 300 Milliarden zwischen 1950 und 2010. Und da bei Atomkraft alleine kommen nochmal bis 2022 kommen nochmal weitere 110 Milliarden Euro dazu. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Das sind Zahlen, die nie in die Diskussion einfließen. Aber bei den erneuerbaren Energien geht es immer darum, was kosten die denn jetzt aktuell. Was ich damit sagen will, wenn jeder Energieform all ihre Kosten zugerechnet würden, dann könnten wir auch sagen, brauchen wir kein erneuerbaren Energiengesetz, dann lass uns das doch dann den Markt regeln. Weil dann wäre ganz klar, niemand würde Kohle oder Atomkraft bestellen, weil das viel zu teuer wäre am Ende des Tages. Dann auch nochmal zu Stromleitung. Das ist jetzt auch eine Diskussion. Da wird ja jetzt immer, das ist eine ganz gefährliche Diskussion. Es wird jetzt immer argumentiert von geneigter Stelle, aus dem Wirtschaftsministerium, aus Wirtschaftsverbänden. Wir brauchen jetzt hier Ausbaubeschleunigungsgesetze für erneuerbare Energien, Integration für den Ausbau der Netze. Klingt erstmal, ja genau, das muss jetzt schneller gehen. Die ganzen Wutbürger, die das jetzt blockieren, das ist jetzt doof, weil wir brauchen die Energiewende. Aber da muss man einmal auch wieder genauer reinschauen. Und wenn man dann feststellt, wenn man so etwas machen würde für den Netzausbau, dann stoppt das natürlich nicht am Netzausbau. Das wird dann alle Infrastrukturmaßnahmen, das heißt Straßenbau, Müllverbrennungsanlagen, womöglich neue Kohlekraftwerke, die würden natürlich alle sich auch auf dieses Recht beziehen können am Ende des Tages. Und daher eine ganz gefährliche Diskussion. Und wenn man sich dann mal tatsächlich damit auseinandersetzt, die ganzen Bürgerinitiativen, die sich gegen Leitungen wehren, und dann einmal mal guckt, was ihr ja auch schon gemacht habt, warum wehren die sich eigentlich und was ist das Problem, dann kommt man zum Schluss, dass ein Großteil tatsächlich Lösungsvorschläge vorlegt, wo es einfach darum geht, womöglich einen anderen Weg zu gehen, einen gewissen Umweg zu nehmen, wo es darum geht, vielleicht an dieser Stelle ein Erdkabel zu legen. Das heißt, ein vernünftiger Umgang mit den Ängsten und Widerständen der Menschen wird aus meiner Sicht viel mehr am Ende des Tages bringen, die Energiewende voranzutreiben, als jetzt irgendwelche Gesetze, mit denen mit Brachialgewalt dann wieder was gegen den Bürgerwillen versucht wird, durchzusetzen. Und ja, es gibt ja schon ein Netzwerk, was das komplette Land durchschneidet. Wir haben vor 2 Jahren mit der Deutschen Bahn zusammengesessen, wie die Umweltverbände regelmäßig mit der Deutschen Bahn zusammensetzen. Und da haben wir einfach mal die Idee aufgebracht, warum bei all den Widerständen gegen neue Leitungen, warum nutzt man denn nicht das Netzwerk der Bahn, was ja eh schon das ganze Land durchschneidet. Und ja, ich glaube, wenn man einmal mal sich Gedanken darüber macht, dann gibt es auch ganz viele Lösungen, was man tun kann. So, jetzt kommen wir zur Kontroverse hier oben. Ne? Es gibt ja die Diskussion dezentralisiert oder zentralisiert. Eine richtige Kontroverse kommt natürlich bei uns hier oben, glaube ich, nicht auf, weil wir am Ende des Tages, selbst wir als Greenpeace, wo wir, glaube ich, die stärkste Position Richtung zentralisierte Kraftwerke auch im erneuerbaren Energienbereich haben, weil wir auch einen Mix von dezentral und zentral. Warum wir nicht ausschließlich auf dezentral setzen, ist, dass wir glauben,
dass das möglich ist, aber dass wir womöglich nicht die Zeit haben, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels aufzuhalten. Deswegen favorisieren wir Offshore und auch sogenannte zentralisierte Solar-Großkraftwerke in Nordafrika. Denn man kann einerseits natürlich auf Deutschland gucken, die Energieproduktion in Deutschland, alles dezentral in Deutschland regeln. Das ist meines Erachtens aber nicht sinnvoll, denn wir haben ein europäisches Energiesystem und es macht ja absolut Sinn, Nachbarländer mit in das System zu integrieren. Und das bringt auch im Sinne der Energiewende ganz viel. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, an die Nachrichten Anfang des Jahres, wo sich Polen und Tschechien bei der Bundesregierung darüber beschwert haben, dass so viele erneuerbare Energien in ihre Energienetze reinschwappen aus Deutschland und sie deshalb ihre Kohlekraftwerke runterfahren müssten, was sehr kostspielig ist. Wir haben die ganzen Pumpspeicherkraftwerke in der Schweiz, die werden nachts mit französischem Atomstrom gefüllt und tagsüber wird der Strom dann nach Deutschland verkauft. Das ist das Geschäftsmodell. Die Schweizer Firmen beklagen sich inzwischen, dass dieses Modell nicht mehr funktioniert. Sie kriegen zwar nachts den französischen Atomstrom, können aber häufig tagsüber nicht mehr den Strom nach Deutschland verkaufen, weil dort schon so viel erneuerbare Energien im Netz sind. Das heißt, diese Verbindung mit den Nachbarländern macht absoluten Sinn, auch im Sinne der Energiewende. Und vielleicht nochmal, wenn wir auf Nordafrika schauen, warum das strategisch wichtig ist. Also zum einen glauben wir, wenn das angegangen wird, dann kann man die Energiewende in Europa beschleunigen. Und es löst ein zentrales oder erleichtert ein zentrales Problem, nämlich die Speicherung von Energie. Das wird durch zentralisierte Solar-Großkraftwerke abgemildert. Und zum Zweiten, politisch strategisch gedacht, ist einer der Hauptblockierer der Energiewende in Europa. Ist neben Polen ist das Frankreich mit ihrem Atomkraftwerkspark. Und die versuchen zum einen, Atomkraftwerke nach Nordafrika, in den nordafrikanischen Staaten, zu verkaufen. A, um ihren Staatskonzern Areva vor dem Ruin zu retten. Und B, was glaube ich ein ganz wichtiger Grund ist, um ihr Energiemodell zu retten. Denn wenn wir davon ausgehen, dass Frankreich in dieser Verbindung mit Nordafrika und Zentraleuropa auf einmal in einer Sandwich-Position ist von erneuerbaren Energien, die ja fluktuierend sind, können sie ihr Geschäftsmodell, was überwiegend zu 75% auf Atomkraft setzt, einfach nicht mehr umsetzen. Weil immer, wenn viele erneuerbare Energien reinkommen, und das würde dann von beiden Seiten geschehen, müssen sie ihre Atomkraftwerke runterregeln. Und das ist technisch problematisch und wirtschaftlich absolut problematisch. Also auch von da könnte man nochmal einen zentralen Baustein des Widerstands gegen die Energiewende in Europa womöglich unter Druck setzen und kippen. Und vielleicht ein letztes, warum uns Centralized Solar Power oder zentralisierte Solar-Großkraftwerke wichtig sind im internationalen Kontext. Eins der großen Probleme in der globalen Energiewende ist neben den USA, ist das Wachstum in China. Das heißt, dort immer weiteres Wirtschaftswachstum führt zu immer weiterem Ausbau der Energieinfrastruktur, was man den Menschen natürlich erstmal nicht versagen kann. Warum sollen sie nicht so wohlhabend sein wie wir in Deutschland? Aber da ist halt hochinteressant, dass insbesondere Kohlekraftwerke im Westen des Landes im extremen Maße ausgebaut werden sollen. Und im Westen des Landes hat man gleichzeitig erhebliche Wasserprobleme. Das heißt, man verstärkt nicht nur das Klimaproblem, sondern lokal schafft man auch ein gigantisches Wasserproblem. Und da kann man natürlich, wenn wir in Europa zeigen können, dass Centralized Solar Power funktioniert für Europa, haben wir natürlich eine Chance, tatsächlich auf die Kohlepolitik in China Einfluss zu nehmen, indem wir einfach vormachen, wie es geht. Denn im Westen Chinas liegen die Wüstenregionen,
wo man einfach statt der Kohlekraftwerke auch Centralized Solar Power Kraftwerke aufbauen kann, die dem Klimawandel im positiven Sinne entgegentreten und auch die ganze Wasserproblematik, die jetzt dort insbesondere für die lokale Bevölkerung durch Kohlekraftwerke zusätzlich aufkommt, neben den gesamten Gesundheitsfolgen einfach abschwächen. Und das sind Punkte, warum wir auch auf zentrale Strukturen bei erneuerbaren Energien setzen. Vielen Dank. Eine kurze Rückfrage dazu. Wenn also ihr von Greenpeace sagt, wir brauchen beide Systeme, eine dezentrale Energieproduktion und mit entsprechender Verteilerstruktur und eine zentralistische erneuerbare Energieproduktion, Strom, also Offshore und Solarenergie aus der Wüste. Mich würde das Verhältnis interessieren. Also wenn wir jetzt mal von heute, jetzt in den nächsten 30 Jahren, zu welchem Verhältnis denn ungefähr? 50-50? Nein, das ist natürlich jetzt ein bisschen wie die Frage nach den Lottozahlen von heute Abend. Aber weil man nicht weiß, wie die Dynamiken sind, wie entwickelt sich am Ende des Tages, wie entwickeln sich die einzelnen Strukturen. Aber wenn wir das betrachten, was wir auch in unserem Plan B drin haben für Deutschland, der im Übrigen die Solarkraftwerke in Nordafrika gar nicht berücksichtigt, weil wir gesagt haben, wir wollen nur das, was lokal in Deutschland machbar ist, aufzeigen, dann ist das vielleicht zwischen 15 und 20% zentrale Strukturen und 80% dezentrale Strukturen. Aber das hängt natürlich tatsächlich davon ab, wie sind die Dynamiken in den einzelnen Bereichen. Kann denn Eurosolar, die sozusagen die Speerspitze der Dezentralisierung darstellen, die politische Speerspitze, kann Eurosolar denn mit so einem Modell 20-80 leben, mit dem Argument, es mag auch 100% dezentral in Deutschland möglich sein, aber es dauert zu lange. Könnt ihr dem Eurosolar zustimmen? Nicht dem Argument, es dauert zu lange. Ich drehe das sogar um. Ich würde sagen, das andere dauert viel zu lange. Wir haben alle diese Hochglanzfolien gesehen von Desertec. Und was sich in der Nordsee abspielt, ist ja nun auch nicht berauschend, weil die Investitionen jetzt ja auch nicht in dem Sinne fließen, wie man sich das vorgestellt hat, weil die Situation sehr viel schwieriger ist, als man gedacht hat. Wir haben halt nicht an Land gleich eine Steckdose, die sozusagen den Strom aufnimmt. Wir haben auch keine Seekabel. Wir müssen das ja alles zusätzlich leisten. Nicht umsonst will man natürlich über die EEG-Umlage für den Strom besonders viel. Und der soll dann wahrscheinlich demnächst höher liegen als für die PV, für die Photovoltaik. Das kann ja wohl nicht sein. Darum sagen wir, das ist ein falscher Ansatz. Denn, was ganz am Anfang hier auch gesagt wurde, der Strom muss dort produziert werden, wo er verbraucht wird, möglichst. Und das Charmante, und darum komme ich jetzt nochmal auf die Photovoltaik, die so sehr geächtet wird wegen dieser Situation, wir haben das Panel auf dem Dach und wir haben Strom. Und Strom ist nun mal ohne jede Leitung. Bis zum Verbraucher im Haus. Oder das ist dann die geringste Leitung. Das heißt also, das ist das effektivste System, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und wenn man bedenkt, dass die Photovoltaik so enorme Fortschritte gemacht hat, auch in ihrer Entwicklung, dass man eben auch die Fassaden hat, man hat große Anlagen, hat kleine Anlagen, dann kann man nur sagen, das ist ein so fantastisches Konzept, weil natürlich es im Endeffekt doch immer um den Strom geht, weil wir müssen mal über unseren Kirchturm hinweg gucken. Auf der Welt geht es um den Strom. Es bringt gar nichts den Afrikanern, wenn sie oben im Norden ein großes solarthermisches Kraftwerk haben, aber keine Leitung. Wohin? Durchs Mittelmeer zu uns? Ich denke, wenn man in solchen Regionen große Kraftwerke bauen sollte, dann vielleicht für eine Großstadt, die gleich daneben ist. Und ich möchte auch zu bedenken geben, wenn es sich um solarthermische Kraftwerke handelt, das sind Kondensationskraftwerke, die brauchen Wasser. Da müssen sie das Wasser aus, da haben sie dann gesagt, ja, dann holen wir das aus dem Meer, dann müssen sie das entsalzen. Das verdoppelt und verdreifacht die Kosten.
Das heißt, es ist ein sehr teures System. Andererseits hat eine Großstadt, aber andererseits auch Dächer. Ja, es ist die Frage, ob da nicht doch immer wieder die Photovoltaik diejenige ist, die den anderen voraus ist durch ihre so charmante, sie ist die Primadonna, sagen wir immer, unter den Erneuerbaren. Es ist eine so fantastische Technologie und sie wird im Grunde im Augenblick noch nicht richtig geachtet, außer von Kindern, die es auf ihre Dächer malen in den Schulen. Weil sie es natürlich schon erkannt haben. Es ist nämlich so, man sieht es ja überall, eben. Und ich möchte noch mal auf eins hinweisen, wir haben vor 15 Jahren schon diese Seminarreihe oder dann große Konferenzreihe ins Leben gerufen, der Landwirt als Energie- und Rohstoffwirt. Zunächst war das dann für uns natürlich im Anfang der Gedanke an die Biomasse. Und so war es ja auch, die Gülle und so weiter, was eben in der Landwirtschaft anfällt. Ganz schnell dazu kam die Windkraftanlage, die auch ganz dicht am Haus stehen konnte, weil der Bauer sehr gut hören wollte, ob sie denn auch läuft. Und wenn man ihn fragte, wie stehst du dazu? Das ist meine Altersversicherung, das ist meine Rente. Und heute kommt die Photovoltaik auf den Scheunendächern dazu. Und man gönnt es der Landwirtschaft nicht. Obwohl ich sagen muss, es gibt auch Bundesländer, die jetzt allmählich stolz darauf sind, auch wenn sie nicht vorher unbedingt für diese Energiewende waren. Aber sie sehen einfach, was dezentral an Wertschöpfung dort geschaffen wird. Und wenn man sieht, was die kommunale Wertschöpfung allein ausmacht, dann war das, ich muss immer wieder mal auf meinen Zettel gucken, dann war das 2010 10 Milliarden allein für die Kommunen. Weil man muss ja sehen, die Kommunen müssen ja sonst damit rechnen, dass sie ihre Primärenergie früher nach dem alten System von den fossilen Trägern kaufen mussten, also dass die fossile Energie kaufen mussten. Und die wird natürlich immer teurer. Und sie wird immer teurer. Und das möchte ich unbedingt hier nochmal loswerden, wie etwas pervers die Situation mittlerweile schon ist. Jeder weiß, dass Peak Oil überschritten ist, dass man eben immer schwieriger das Öl fördern kann, dass man jetzt anfängt, Ölsande noch auszuquetschen unter ganz schlimmen naturwissenschaftlichen naturschonenden, umweltbelastenden Bedingungen und unglaublichem Wasserverbrauch, dass man nur sagen kann, wenn es dazu kommt, dass sich das dann trotzdem rechnet, dann wird es pervers, weil diese Kosten, die dann anfallen, weil man das Grundwasser verschmutzt, man hat die Regionen, das ist heute schon so abgeholzte Gegenden in Kanada, die nehmen eine Größe an von England, ja, das sind die nächsten Generationen, die das zahlen. Ja, und diese kurzfristige Politik, das ist das Verhängnisvolle und dabei darf man nicht stehen bleiben. Und darum sagen wir, wenn man jetzt diesen zentralistischen Ansatz doch haben möchte, dann muss man damit rechnen, dass in diese zentralistischen Systeme, wenn sie, sagen wir mal, vor Ort da in Afrika, von denen vor Ort getragen werden müssen. Das können also nur große Investoren sein, die das dann machen. Ich habe gesagt, was das für Geld kostet, dass es wahrscheinlich auch die solarthermischen gar nicht sein werden. Das hat man jetzt auch schon gehört, dass es wahrscheinlich dann doch auch dort die Photovoltaik sein wird. Die hat aber in der Wüste Schwierigkeiten, weil es ihr dann zu heiß wird, weil die Zellen dann auch nicht so gut arbeiten. Die Sandstürme tun auch ein Übriges. Also es wird wahrscheinlich doch nur, und wenn man auch weltpolitisch möchte, dass diese Wanderungsbewegungen in die Großstädte aufhören, diese Slum-Entwicklungen in den Großstädten, wenn das aufhören soll, dann kann man nur die Energie den Leuten bringen, das heißt vor Ort bringen. Ja? Und das ist nun mal die Windenergie vor Ort, das ist die Photovoltaik vor Ort. Ja? Und so ist es aber auch bei uns. Und so bei Offshore, das hatte ich ja schon kurz angesprochen, das ist das gleiche Problem, da investieren auch nur, die können nur die Großen investieren, weil es diese enormen Kosten mit sich bringt. Und ich meine, das darf dann nicht in der Umlage beim EEG dazu führen, dass die sozusagen den größten Anteil bekommen, obwohl Onshore billiger ist, Photovoltaik jetzt demnächst billiger ist. Und die Photovoltaik, muss man sehen, sie wird ja die Grid-Parität demnächst erreichen. Sie wird nicht mehr kosten, in ein paar Jahren mehr kosten, als der Strom sonst kostet. Der wird aber sowieso immer teurer. Das heißt also, um diese Wende geht es gar nicht mehr drumherum. Und wenn man das jetzt beschneidet, und ich habe sogar schon Stimmen gehört, die gesagt haben, man müsste es eigentlich den Leuten verbieten, dass sie es auf ihre Dächer setzen, dann sage ich nur, wohin sind wir gekommen?
diese Art Entmündigung dürfen wir uns auf gar keinen Fall gefallen lassen, sondern es geht darum, an dieser Energiewende direkt vor Ort mitzuwirken. Und Konzepte genug, wie das geschehen kann, die haben wir ja schließlich. Ich meine, diese Speicher, die wir auch im privaten Bereich schon haben können, sind da. Wir brauchen nur einen sogenannten Speicherbonus dann wieder im EEG zu implementieren, damit sich der für den Einzelnen das wieder rechnet, so wie ich ganz am Anfang meiner Ausführung gesagt habe, ein vernünftiger politischer Rahmen, den es den Einzelnen ermöglicht, als Investor und neuer Träger der Energiewende agieren zu können. Vielen Dank. War sehr leidenschaftlich und sehr klar dargestellt, dass Eurosolar definitiv die Position vertritt, eher einen dezentralen Energieschöpfungsansatz. Mich würde noch die Position der Deutschen Umwelthilfe, vielleicht auch mit Blick auf den notwendigen Leitungsausbau, wir haben gehört, es müssen ja, wenn wir sozusagen auch auf Anlagen aus der Wüste setzen, auch neue, auch andere Leitungen bauen, als wir hier für die Erneuerbaren in Deutschland bauen müssen. Mich würde die Position von der Deutschen Umwelthilfe nochmal interessieren und dann haben Sie Gelegenheit, Ihre Fragen an dieses Panel zu richten. Ja, ich denke, der Begriff oder der Umstand, dass so etwas akzeptiert sein muss, ist sehr entscheidend dafür, was geht oder was umsetzbar ist. Und da sehe ich in der Tat eher den dezentralen Ansatz, so wie Frau Pontenagel ihn genannt hat, als realisierbar, wie denn ein System, was ganz weit weg und am Ende, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht anzufassen ist. Wir haben, wie wir mit der Windenergie begonnen haben, natürlich auch etliche Besichtigungen und Führungen gemacht und in dem Moment, wo die Leute etwas anfassen konnten, war so ein ganz anderes Verhältnis zu den Dingen und genau das wäre dann bei einer Anlage in Nordafrika oder in der Wüste eher weniger der Fall. Und ein anderer Punkt kommt hinzu, dass auch die Leitung, die zum Beispiel gerade sehr konkret von Spanien nach Frankreich gebaut wird, bereits seit 20 Jahren in der Planung ist und ich nach den Erfahrungen auch hier nicht davon ausgehe, dass so etwas schnell realisierbar ist, weil dort genau die gleichen Probleme vor Ort mit Akzeptanz von Leitungen sind wie bei uns. Und es klang vorhin kurz an, dass es ja denkbar wäre, auch dafür Erdkabel zu nehmen. Das geht im Moment nicht. Das muss man so ganz deutlich sagen. Erdkabel sind, sie heißen zwar so, aber sind eigentlich nur als Seekabel nutzbar. Das hat technische Gründe und an Land gibt es eigentlich keine Erdkabel. Es gibt also allenfalls kurze Abschnitte, die mal erdverkabelt werden können, um idealerweise irgendwo eine Annäherung an die Wohnbebauung zu reduzieren. Das geht. Aber ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass man lange Strecken mit Erdkabeln baut. Insofern wird immer das Problem der Akzeptanz neuer Übertragungsleitungen sein. Und da sehe ich ganz deutlich, das geht nur, wenn da vor Ort mitgemacht werden kann und wenn die Leute wissen, wofür das oder wo die Wertschöpfung stattfindet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt sind Sie dran. Vielleicht scharen Sie auch schon mit den Füßen. Und möchten etwas fragen oder möchten etwas sagen und verstecken das in einer Frage. Beides ist völlig zugelassen hier. Ich würde sagen, wir gucken einmal auf der Seite zwei und auf der Seite zwei Fragen und dann machen wir eine Runde am Panel. Auf dieser Seite jemand? Sonst haben wir dort eine Frage. Dann fangen wir damit mal an. Das Mikro wird weitergereicht. Stellen Sie sich kurz vor. Danke. Mein Name ist Michelle Wenderlich. Ich bin hier Aktivistin bei Gegenstrom Berlin und andersorts. Ich wollte nur kurz fragen, ob wir vielleicht eine leicht andere Frage uns stellen sollten, besonders an die Sachen, die vom Eurosolar gesagt wurden gerade. Ob es wirklich, wenn wir über Energiearmut und hohe Preise von Energie reden, dann es geht mehr vielleicht um Kontrolle und Macht von Energie und vielleicht ist die größere Frage, ob Energie wirklich auch als Ware dann verhandelt werden sollte oder ob wir wirklich ein dezentrales System vorstellen können, was dann Energie als Grundgut konzipiert ist oder als Gemeingut. Vielleicht am Modell von Berliner Energietisch oder es gibt auch andere Modelle, die trotzdem in öffentliche Eigentum, sodass eigentlich alle Zugriff darauf haben, aber mit ganz viel Partizipation und dann auch wirklich Energie und Mobilisierung und Akzeptanz, natürlich, weil es wirklich an eine Community und eine Gemeinschaft orientiert ist. Wäre das vielleicht nicht ein anderes Modell, was wir uns vorstellen können als Zukunft der Energie?
Im Moment weitere Fragen, sonst erstmal eine Antwort. Der Gentleman da vorne bitte, einmal das Mikro. Und hier vorne noch, nehmen wir die noch dazu und dann machen wir eine Antwortrunde. Guten Tag, mein Name ist Benjamin Nespoulos, ich bin Mitglied der Französischen Sozialistischen Partei und der Jusos Sachsen. Ich möchte kurz fragen, im Rahmen der Dezentralisierungsprozess, wie wird und wie kann die soziale Gerechtigkeit des Zugangs zu Energie gewährleistet kann. Die zentralisierten Anlagen hatten tausende Nachteile. Sie haben monopolistische Konzerne befürwortet, kaum Umweltsorgen, also sie waren kaum umweltfreundlich und so weiter. Sie haben manchmal auch es geschafft, dass fast die ganze Bevölkerung Zugang zu Energie gehabt hat. Im Zugang, also in diesem Prozess zur Dezentralisierung, wie gewährleistet man, dass fast also alle Leute fast ähnliche Bedingungen zum Zugang zu Energie haben und auch dass wichtige Anlagen, zum Beispiel Krankenhäuser zum Beispiel, auch Energie bekommen, wenn es zum Beispiel knapp wird. Danke. Okay, danke. Gute Frage. Hier vorne. Hier ist noch eine Frage. Mein Name ist Gerhard Hofmann. Ich habe eine kleine Firma, die heißt Agentur Zukunft und arbeite auch für die Desertec-Initiative. Ich möchte mal eine kleine Anmerkung machen zu der Diskussion hier dezentral, da zentral. Ich halte diese Diskussion für vollkommen überholt. Spätestens seit klar ist, in welcher kurzen Zeit wir die Energiewende schaffen müssen, glaube ich, dass wir jede Form der Energie, den gesamten Energiemix, aber auch alle Möglichkeiten der zentralen wie der dezentralen Energieversorgung, soweit sie wirtschaftlich überhaupt vertretbar sind, soweit sie nicht nur die Monopole stärken, das will ich auch nicht, nutzen müssen. Deswegen glaube ich, dass wir weitergehen müssen über diese Diskussion hinaus. Und einen Punkt noch, der sehr interessant finde, Herr Amel, Sie haben über die Kabel gesprochen, Sie haben vollkommen recht. Diese Verkabelung mit den Hochspannungsgleichstromübertragungskabeln ist eine äußerst problematische Sache. Nicht nur, weil ich das aus der Nähe beobachten kann. Ich habe ein Haus gleich da, wo das Kabel in Spanien anfangen soll und immer noch nicht angefangen hat, übrigens durch die Pyrenäen. Das muss ja durch einen Tunnel verlegt werden, 2 auf 2 Meter, und muss belüftet werden. Das können Sie nicht, das ist kein Erdkabel. Das habe ich vor kurzem gelernt, fand ich faszinierend. Deswegen sind die so teuer. Deswegen ist auch die Akzeptanz viel schwieriger, weil sie viel mehr Aufgaben müssen und weil sie für diese Kabel viel mehr Aufwand treiben müssen. Das ist ein schwieriger Punkt, der ist nicht so leicht zu überwinden. Da bin ich sicher. Gut, sehr gute Fragen. Ich würde sagen, weil Sie direkt angesprochen worden sind, fangen wir mit der Frage, die an Sie gerichtet war, von der Dame an. Ja, ich glaube, Sie wollten gerne die Diskussion etwas in die Richtung lenken, dass Sie sagen, es geht auch um Machtstrukturen. Ja, und das hängt natürlich damit zusammen, dass das herkömmliche Energiesystem eine Machtstruktur weltweit war, weil sie ein Produkt hatten, was sie an den Verbraucher abgeben konnten, zu Preisen, den sie im Grunde festlegen konnten, weil wenig Kontrollmöglichkeiten waren, was heute für die Mobilität natürlich immer noch gilt. Ja? Und diese Machtstruktur, die eben auf dieser Primärenergie, die dort verkauft wurde, basiert, ist natürlich in dem Augenblick nicht mehr gegeben, wenn dieses System immer mehr eingeschränkt wird. Das heißt, das lässt man sich natürlich nicht allzu gerne gefallen, dass man bisher der verlässliche, der sichere Versorger war und der Bürger sagte, mein Strom kommt aus der Steckdose. Er hat sich nur immer geärgert, wenn es für ihn ungerechtfertigte Preiserhöhungen gab. Aber insgesamt war man stolz darauf, dass man dieser Versorger war, dass man das selbst, dass man das regelte. Und es gab ja auch dazu lange keine Alternative. Nur die Alternative, die dann gekommen ist, ist eben keine, die von den klassischen Machtstrukturen getragen werden kann, weil sie nicht in dem Sinne dezentral agieren kann. Das heißt also, es werden Marktanteile Stück für Stück wegbrechen. Wenn man sich vorstellt, dass der Eigenverbrauch eines Häuschens wegbricht, weil sie auch hinterher vielleicht noch ihren kleinen Akku im Keller haben. Ja? Oder wenn man sagt, wir hätten jetzt schon so viel Strom,
dass unsere Autos schon lange mit Elektro, also schon lange Elektroautos wären. Daran hat aber im Augenblick keiner Interesse, selbst die Autoindustrie bei uns nicht, weil sie immer noch weltweit mit diesen klassischen Modellen so fantastische Gewinne macht. Ja, wenn es zum Beispiel in Deutschland so wäre, dass sämtliche Innenstädte schon seit 10 Jahren gesperrt wären oder noch größere Bereiche gesperrt wären, dann hätte man sich vielleicht viel früher überlegt, wie kann man dort alternativ fahren. Also da wäre das Elektroauto ein Anreiz gewesen. Und wenn dann eine Regierung schon vor über 15 Jahren gesagt hätte, und dazu geben wir einen Anreiz, dann hätten wir tatsächlich bei der, und das haben uns die Autoindustrien ja schließlich auch gesagt, dann hätte man eben schon viel weitere Entwicklungen auf dem Gebiet. Und was Frankreich angeht, wer die Süddeutsche Zeitung das letzte vor ein paar Tagen gelesen hat, da gibt es so einen neuen Rahmen wieder aufs Land. Ja, man erkennt wieder Frankreich als das wunderschöne Land, was ausblutete. Und jetzt aber, weil man medial gut verknüpft ist, wir haben die neuen Medien, man ist ja nicht mehr immer nur auf die Großstadt angewiesen. Außerdem macht einem die Luft ja Probleme, man hat schlechte Luft in der Stadt. Also gibt es wieder den Hang zur Stadt, zum Land. Und wenn es dann auch noch dazu kommt, dass es dezentrale Energieversorgung gibt, dann werden auch kleinere Städte in Frankreich wieder eine größere Bedeutung haben. Natürlich ist das System zentralistischer, ja, und ich bin mir auch sicher, dass diese Umstrukturierung einerseits, vielleicht kann es ja aber auch ganz schnell gehen, ich weiß nicht, vielleicht auch doch mehr Zeit braucht, aber so wie unsere Sektion uns erzählt, ist es in der jungen Generation ein echtes Thema. Ja, die sind engagiert, die gucken sich die Situation bei uns, weil wir durch den Föderalismus natürlich Länder haben, die selbstständig agieren und gut agieren. Ich hatte eben gesagt, wie viel Wertschöpfung sich da jeweils kommunal tut. Ja, das heißt also, die sehen ja alle, dass die Kommunen dadurch auch mehr Geld zur Verfügung haben, was sie in andere Bereiche geben können. Es ist ein Aufblühen einer dezentralen Wirtschaft. Es werden neue Wirtschaftskreisläufe mit neuen Akteuren geschlossen. Und das ist die Zukunft. So kann man es für die ganze Welt sehen. Und man kommt dann endlich von dieser Landflucht, wie sie früher mal, der Energie hinterher, kommt man dann weg. Genau, nochmal, vielleicht auch nochmal ganz kurz zur Energie als Gemeingut. Ich glaube, ein sehr, sehr attraktiver Gedanke, weil das gibt es ja, man kann es ja auch für Wasser, sogar für Grund und Boden. Also es gibt ja viele Gemeingüter, die heute eigentlich in privater Hand sind. Also von daher finde ich das einen sehr attraktiven Gedanken. Ich bin mir nur nicht immer ganz sicher in dem System, in dem wir leben. Wenn man, ich sag mal, Energie war ja quasi früher in Deutschland Gemeingut, weil die Energieversorger ja in staatlicher Hand waren. Und genau das hat uns ja beispielsweise die Atomkraft beschert, weil die Regierung ein Interesse an Atomkraft hatte, nicht zuletzt, weil sie Interesse an der Bombe hatte. Und ich glaube, wenn man damals schon in dem Sinne einen freien Markt, einen liberalen Markt gehabt hätte, hätte man keinen von diesen Energieversorgern davon überzeugen können, in so ein auch Finanzrisiko wie ein Atomkraftwerk rein zu investieren. Also dieses Gemeingut geht natürlich immer davon aus, dass wir die Ideen, die wir im Kopf haben, dass die auch so umgesetzt werden. Aber wir haben halt jetzt eine Regierung, die eher zum Teil ja sehr marktradikal ist. Das heißt, wenn die natürlich eine Regierung sind, dann haben sie natürlich auch Zugriff auf das Gemeingut Energie womöglich. Also da müsste man, glaube ich, so richtig durchdenken, wie baue ich das auf. Das ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Ja.
Genau, aber ich glaube, dennoch, das wird nicht ganz, ganz einfach. In den, also das, ich gebe dir recht mit den Konzernen, weil die setzen natürlich im Moment auf Kohle und international auch weiter auf Atom, auch zum Teil die deutschen Konzerne. Aber ich glaube, es ist nicht damit getan, man gibt das jetzt in ein Gemeingut über. Weil ich glaube, das muss man ja auch, wie baue ich das organisatorisch auf? Das ist ja auch nicht ganz, ganz einfach. Doch. Dann die zweite Frage nochmal, die kam dort drüben, von zum Thema Dezentralisierung. Wie kriege ich da soziale Gerechtigkeit hin? Wie bekomme ich die ganze Bevölkerung versorgt? Die Dezentralisierung, die wir ja gerade erleben, jetzt in Deutschland schon im starken Maß mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, die hat ja am Ende der Steckdose nicht zu einer Veränderung geführt. Das heißt, da ist es relativ gleich. Vielleicht der positive Effekt ist, dass sich Leute, die sich für erneuerbare Energien entscheiden, auch einfach mehr Gedanken darüber machen, wie kann ich eigentlich auch möglichst effizient mit Energie umgehen. Das ist vielleicht eine positive Begleiterscheinung, aber es ändert sich ja jetzt nichts daran, dass irgendwer jetzt keine Energie mehr bekommt, der sie vorher bekommen hatte. Also von daher ist das keine Veränderung. Ganze Bevölkerung Zugang zu Energie, das ist ja, ich würde mal sagen, in Europa in der überwiegenden Zahl der Fälle ist das so, gibt da auch Ausnahmen. Aber wenn man dann mal hinschaut, nach Afrika zurückgeht zum Beispiel, da kriege ich ja gar keinen Zugang zur Energie mit Großkraftwerksstrukturen hin, weil ich müsste ja irgendjemand, entweder der Staat müsste das machen oder ein Konzern im heutigen System, müsste ja 1000 Kilometer lange Leitungen bauen, um vielleicht nur kleine Ansiedlungen zu versorgen. Macht natürlich niemand. Und da ist natürlich die dezentralen erneuerbaren Energien. Damit kann ich dann tatsächlich dafür sorgen, dass wirklich jeder Zugang zu Energie hat, weil ich brauche in ganz vielen Fällen gar keine riesen Infrastrukturmaßnahmen, sondern das ist eigentlich, was hier auch gesagt wurde, ich produziere da, wo ich es auch verbrauche. Und ja, Beispiel Krankenhäuser hast du ja auch angesetzt, die sind ja heute auch von Stromausfällen bedroht. Ich erinnere nur, 2007 sind innerhalb von Sekunden zwei große Atomkraftwerke um Hamburg rum ausgefallen, was zu erheblichen Problemen der Stromversorgung geführt hat. Das habe ich mit erneuerbaren Energien nicht. Die schwanken, aber ich weiß, was wann kommt und kann es deshalb steuern. Und wenn es aus anderen Gründen zum Stromausfall kommt, dann wird auch ein Krankenhaus in der Zukunft wird einen Notstrom, Diesel, irgendwelche Notaggregate haben. Das ist ja, das wird sich nicht verändern. Und vielleicht ein letztes Wort zu, was Sie gesagt haben, jede Form der Energieversorgung nutzen. Davor würde ich jetzt warnen wollen, weil ich glaube, die Chance der erneuerbaren Energien ist ja gerade auch darin, dass es neu aufgebaut wird. Das heißt, wir müssen uns jetzt auch darüber Gedanken machen, wo kann ich erneuerbare Energieanlagen bauen und wo kann ich sie eben nicht bauen, aus Umweltschutzgründen. Auch da würde ich fast Einschränkungen machen, wenn wir das Thema Biomasse betrachten. In Deutschland sind wir weit über das nachhaltige Maß der Biomasse-Nutzung hinaus. Das heißt, man muss auch bei Erneuerbaren immer gucken, wo stehe ich da eigentlich im Gesamtkontext. Dass ich nicht womöglich mit Erneuerbaren was produziere, was ich gar nicht produzieren möchte. Wenn jetzt die ganzen Konzerne, Vattenfall, RWE und wie sie alle heißen, anfangen, Biomasse in ihren Kohlekraftwerken zu verfeuern, dann ist das natürlich absurd. Und das führt in Deutschland womöglich erstmal nicht zu einer großen Veränderung, sondern Deutschland sagt, super, wir haben unsere CO2-Ziele im Griff, aber das führt zu Urwaldzerstörung, zu Nahrungsmittelkonkurrenz in anderen Ländern. Da wollte ich nur davor warnen, das so einfach nur so stehen zu lassen. Danke. Ja, vielen Dank auch nochmal für die Richtigstellung. Ich denke, es gibt seitens den Organisationen, jetzt in diesem Fall Greenpeace, ja auch sehr klare Argumente, warum man sozusagen für eine Doppelstrategie plädiert. Und wir haben ja auch ungefähr die Gewichtung gehört,
80-20 sozusagen mehr oder weniger, dass man also schon 80% übereinstimmt mit einer Dezentralisierung. Ich frage mich dabei, was spricht denn gegen eine Doppelstrategie? Ist es denn wirklich ein konkurrierender Ansatz? Also kann man gleichzeitig politisch gesehen für den Ausbau der erneuerbaren Energien in zentralistischer Form und gleichzeitig aber auch all diese Aspekte, die Sie sozusagen noch besonders hervorheben, der Dezentralisierung, kann man die eigentlich parallel verfolgen? Bevor ich zu Ihnen komme, Frau Scherponte-Nagel, Herr Dümpelmann hat jetzt die ganze Zeit nichts gesagt, hat gespannt verfolgt die Diskussion. Mich würde aber schon interessieren, vor allen Dingen aus der Sichtweise derer, die hier in kommunalen Unternehmen die Energie produzieren, bereitstellen, beides Wärme und Strom. Würde mich schon interessieren, haben Sie Interesse an Strom aus der Wüste? Knoll, es gibt zwei Unternehmen im Bereich der 8KU, die im Bereich Offshore-Wind Offshore-Wind machen. Also aus dem Kreis der 8KU, das sind die Stadtwerke München und die HSE. Offshore-Wind ist eine Rieseninvestition und alles, was deutlich größer wäre, und das könnte Desertec sein, überfordert möglicherweise mittelgroße Unternehmen, selbst wenn sie einen Milliardenumsatz haben. Das spricht nicht gegen Desertec, überhaupt nicht. Das können ja Leute dann beinvestieren, die sich das auch unter Risikogesichtspunkten dann tatsächlich vorstellen können. Es gibt auch allerlei Beteiligungsmodelle, die da drunter stehen. Nur die Frage stellt sich eigentlich aus unserer Sicht gar nicht, sondern die Frage stellt sich sehr viel eher, in welche Erzeugungsstrukturen investieren wir eigentlich. Und da kommt uns Onshore-Wind dann doch deutlich stärker gelegen. Also Onshore-Wind ist in der Tat die Domäne an der einen oder anderen Stelle auch unter Systemgesichtspunkten natürlich der Bereich der Photovoltaik. Man darf auch eins nicht vergessen bei der ganzen Geschichte, bis das alles dann mal fertig ist, wird man noch eine ganze Menge an systemischen Voraussetzungen geschaffen haben müssen. Auch das spricht nicht gegen Desertec, aber die Rolle, die die kommunale, mittelgroße Unternehmen in dem Spiel haben, ist sicherlich dafür zu sorgen, dass zwischen der Erzeugung auf der einen Seite und der Tatsache, dass der Strom dann tatsächlich einigermaßen störungsfrei in der Steckdose ankommt, da ist eine ganze Menge Systemstabilisierungsarbeit erforderlich. Das ist eine Domäne von Stadtwerken, das können wir richtig gut, weil wir schließlich und endlich tatsächlich diejenigen sind, die Endkunden versorgen. Das hat jetzt nichts mit der Eigentümerschaft zu tun. Es gibt auch privat organisierte Unternehmen, die natürlich genauso am Endkunden sind. Aber die ganze Frage, wie man aus der Struktur der Einspeisung, und Erneuerbare sind nun mal dargebotsabhängig, manche sagen volatil, also vereinfacht formuliert, der Wind weht eben dann, wenn er will, und die Sonne scheint meistens tagsüber, aus dieser Tatsache, dass man eben nicht jederzeit dann, wenn man den Strom haben will, ihn dann auch aus erneuerbaren, volatilen Erneuerbaren bekommt, muss man sich eine Aufgabe machen. Das hat was mit Speichern zu tun, das hat was mit Nachfragemanagement und mit vielen anderen Dingen zu tun. An der Stelle, also wo wir ja immer noch auf der Suche nach Kontroversen sind, ist die Fragestellung, da gebe ich Herrn Hofmann mehr als recht, gar nicht so sehr in der alten Herangehensweise, zentral oder dezentral. Ich habe eben, als ich ein bisschen zögerte bei der Antwort, zentrale Steuerung, das ist eigentlich genau der Punkt. Wenn man sagt dezentral in Bezug auf Eigentümerstrukturen, dann würde wahrscheinlich jeder hier im Raum sagen, das ist eine dufte Idee. Das hat was mit Akzeptanz, auch übrigens mit Finanzierung zu tun. Das hat auch was mit Modernisierung zu tun. Wenn man sagt, Dezentralität in Bezug auf das Ausgleichen von Angebot und Nachfrage, da wird das schon viel, viel schwieriger. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, ein bisschen der Reflex auf den Kollegen Breuer, Thema Biomasse. Wenn man, wie in Deutschland, ja wohl nachhaltig abhängig sein wird von Wind und Photovoltaik, die nun dargebotsabhängig sind, dann ist ja die Frage, wen man da an der Stelle einsetzt, um tatsächlich jenseits von Speichern sozusagen für die Befüllung der Täler zu sorgen. Momentan, da ist glaube ich ein Webfehler im EEG, wird Biomasse aufgrund des über die Kilowattstunde bezahlten Zulage, wird Biomasse ja quasi in so eine grundlastähnliche Struktur gezwungen.
Und Biomasse macht leider in Deutschland genau das, was das Dümmste ist, was Biomasse machen kann, nämlich kontinuierlich gleichmäßig zu produzieren. Es wäre natürlich eine Menge gewonnen, auch im Sinne von nachhaltiger Energieversorgung, wenn man die Förderung dahingehend verändern würde, dass Biomasse ihre Rolle ausüben könnte und nur dann, und das spart dann eben tatsächlich kostbare Rohstoffe, nur dann ins Spiel kommt, wenn die anderen, die im Übrigen die Kilowattstunde ja zum Preis von null produzieren, PV und Wind, eben genau an der Stelle einspringen sozusagen. Das würde die Menge an Biomasse deutlich reduzieren, die man dafür braucht, und würde jedenfalls auch an vielen, vielen anderen Stellen helfen, relativ kostengünstig und schnell eine doch CO2-freiere Energieversorgung herzustellen. Und dass Sie gegen KWK sind, kann ich ja gar nicht verstehen. Gut, also bevor wir jetzt das neue Fass aufmachen, Biomasse, vielleicht nochmal abschließend, weil wir eben hier gerade in dem Dialog waren, die Aspekte parallele Strategie, geht das? Strom aus der Wüste, Offshore-Anlagen und gleichzeitig massives Vorantreiben der Dezentralisierung mit den entsprechenden Infrastrukturmaßnahmen. Da wollten Sie noch kurz darauf antworten. Und dann gucke ich nochmal in die Runde, was es noch für weitere Fragen gibt. Ja, vielleicht nur ganz kurz abschließend, weil ich möchte auch dieses Fass Biomasse jetzt nicht unbedingt aufmachen, ob das sinnvoll war, diesen Navarro-Bonus zu geben und dann in eine Richtung zu lenken. Das sind nachwachsende Rohstoffe. Ja, das ist auch wieder nach Fontane ein weites Feld. Ja, das muss man jetzt im Einzelnen natürlich aber auch begleiten. Es geht nicht an, dass man das jetzt verteufelt, weil diese Teller-Tank-Diskussion zum Beispiel war eine, die bezog sich ja nicht unbedingt auf Deutschland, sondern weil die Konzerne die Chance kriegten, weil das andere Gesetz gekippt oder einkassiert wurde. Wir hatten die Steuerbefreiung der Biotreibstoffe, was Eurosolar mal auf den Weg gebracht hatte, was dann aber von dem Wirtschaftsminister kassiert wurde nach einer Zeit und daraufhin über die EU, das war, kam denen gerade zurecht, über die EU dann die Beimischungsverpflichtung kam. Und diese Beimischungsverpflichtung für die Konzerne, das ereignet sich natürlich in Rotterdam und da kommt dann das rein, was man in Brasilien oder sonst irgendwo aufkauft. Und mit den schlimmen Folgen, die dann wiederum in der Bevölkerung zu der Diskussion geführt haben. Aber ich möchte nochmal zurück zum demokratischen Ansatz und zur Demokratisierung. Das Schöne ist, wir haben ein föderalistisches System in Deutschland. Wir haben tatsächlich Entscheidungskompetenzen bis zur Kommune. Und wenn es dort ein Bürgermeister kapiert hat und sein Gemeinderat und seine Mitglieder und Fraktionen, die dort sind und die engagierten Bürger, dann ist dort eben diese Energiewende machbar. Da braucht man auf gar nichts zu warten, weil die Techniken da sind. Es ist also ein reines Vernunftsspiel mit den Bürgern. Und ich kann nur dazu aufrufen, dass die Bürger vor Ort sich engagieren, ihre Abgeordneten drangsalieren und immer wieder nachhaken, wie viel wird denn auch vor Ort im kleinen Gemeinderat oder im Kreisrat oder darüber hinaus auf der Landesebene gemacht. Und hier nur eins, die Länder in Deutschland sind weiter als die Bundesregierung. Sie haben ihre Länderziele viel weiter gesteckt. Natürlich auch, weil sie oft vor Wahlen stehen, das ist egal, aber das war bei der letzten Bundesregierung auch so. Ich glaube nicht, dass es zu dem schnellen Ausstieg gekommen wäre, wenn nicht Wahlen vor der Tür gestanden hätten, trotz Fukushima. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Und ich bin mir auch noch nicht sicher, ob das ein endlicher, ein grundsätzlicher Ausstieg war. Also mein Petitum nochmal an die Bürger selbst. Wir haben es tatsächlich durch neue Technologien in der Hand, mitzuwirken. Und damit schafft man auch die Energiewende. Und sie muss schnell geschehen. Und das ist mein letzter Satz. Man kann das Geld nämlich nur einmal ausgeben und nicht zweimal. Darum, wenn man investiert über das EEG zum Beispiel, für Anlagen, die sehr viel mehr kosten und sich hinterher wahrscheinlich gar nicht in dem Sinne rechnen, außerdem hakt es ja auch jetzt. Das sieht ja jeder, dass das nicht ganz einfach ist. Von der Wartung ist noch gar nicht gesprochen worden. Den Koller, den die Monteure bekommen, wenn sie mal da, aber das wird Herr Amels wahrscheinlich noch besser erklären können, wie schwierig es ist, weil wir in der Nordsee so weit raus mussten, ja, mit solchen Anlagen sowas zu warten und wie viel dann immer stillsteht, ich weiß es noch nicht. Gut, wir haben, ja, können Sie ruhig, wenn Sie das, ist auch eine Form der aktiven Beteiligung.
Vielleicht, wenn wir die drei Fragen hier vorne, der Herr hatte sich zuerst gemeldet, dann die Dame hier vorne und dann die Dame hinter dem Herrn. Das war jetzt hier ein Weitblick, sagen wir mal, im Sinne der Energie ein Blick, der sehr weit geht. Ich freue mich, dass überhaupt die Veranstaltung in Berlin ist und möchte dann auf ein Berliner Thema ganz kurz eingehen, weil gerade diese großen die großen Stromversorger bzw. regionale im Spiel waren. In Berlin wurde das Stromnetz sozusagen in Mehrheit des Landes verkauft, aber wir können es jetzt wieder zurückkaufen, deswegen gibt es ein Volksbegehren in Berlin, um dieses Netz wieder zurückzunehmen, damit man eben auf andere Art und Weise erneuerbare Energien einspeichern kann. Und ich hatte ein paar Blätter durchgehen lassen. Alle, die in Berlin wahlberechtigt sind, können das Volksbegehren unterschreiben und danach gibt es die nächste Stufe, ein Volksentscheid, so dass man auch real hier in Berlin was tun kann, um es zu ändern. Sehr gut platzierter kurzer Werbespot. Bitte lassen Sie dann die Zettel an der letzten Reihe außen liegen, die unterschrieben, dann sammle ich sie ein. So, also Sie können hier sozusagen sofort aktiv werden und das umsetzen, was Sie hier an Erkenntnis aus dieser Panel-Diskussion mit herausnehmen. Jetzt die Dame, eine Frage oder Kommentar? Oder ja, es ist eine Frage, die geht ein bisschen in die andere Richtung, als was wir bisher diskutiert haben. Und zwar sitzt ja so viel Expertentum hier vorne dran, das will ich doch gerne nutzen. Wir hatten in jüngster Zeit mehrere Solarpleiten und das geht auch auf das System, also geht auf Systemfehler zurück unter anderem. Und was sind Ihre Antworten darauf, was jetzt getan werden muss? Okay, die Solarpleiten beantwortet gerne die Chefin von Eurosolar. Wir nehmen aber noch eine Frage dazu von der Dame. Und dann nehmen wir noch die Frage da oben von dem Herrn dazu und dann gehen wir mal wieder aufs Panel. Julia Jarrow-Oberer, Aktivistin und Überlebenskünstlerin. Als Aktivistin setze ich mich natürlich aktiv für eine Energiewende in dieser Gesellschaft ein. Meine Frage ist jetzt, glaube ich, eher durch die Überlebenskunst geprägt. Ich bin im Prozess, aufs Land zu ziehen, zum Selbstversorgergarten. Und da stellt sich mir die Frage, dezentral wie dezentral tue ich die Elektrik erneuern? Gehe ich ans Netz und bleibe bei meinem Ökostromanbieter? Oder Sie meinten, es gäbe inzwischen für Private auch gute Speichermöglichkeiten. Da würde mich einfach interessieren, könnten Sie was empfehlen, was ich als Privatperson und zukünftige Hausbesitzerin machen kann? Und da wäre noch im Anschluss die Frage, gibt es da Erhebungen unter dem Aspekt Ressourcenverbrauch? Weil das ist ja nochmal sehr interessant, wenn viele Leute was bauen und Regeltechnik in einzelnen Häusern versus größere Anlagen und Rohstoffverbrauch, also da das mal gegenüberzustellen. Vielen Dank für die Frage. Der Herr da oben nochmal. Holger Knabe. Ich möchte nochmal den Schwerpunkt auf ein anderes Feld legen. Und zwar, was finde ich überhaupt viel zu kurz gekommen ist in dieser Diskussion, das war zweimal kurz angeschnitten, ist das Energiesparen bzw. die Energieeffizienz. Also wenn wir über Energiewende sprechen, dann ist das für mich der erste Schritt. Also jede Kilowattstunde, die wir nicht verbrauchen, müssen wir gar nicht erst herstellen. Und das ist das Erste, gerade unter diesem Kontext, viele Veranstaltungen laufen jetzt zum Thema Wachstum. Und An wen richten Sie die Frage konkret? An alle. Ja. Also es kann nicht sein, dass wir auch sagen, wir haben den und den Verbrauch und stellen einfach mal auf erneuerbare Energien um. Also von Nico Pech habe ich mal gehört, das fand ich sehr anregend, ob man das so machen kann, da dahingestellt, aber nicht so, wir haben den und den Verbrauch und stellen den mit erneuerbaren Energien dann, sondern wir gucken einfach mal, was wir hier produzieren können und das ist dann das, was wir verbrauchen können. Also das finde ich einen sehr anregenden Gedanken. Gut, vielen Dank für die guten Fragen und Anregungen und Kommentare. Ich würde vorschlagen, wir gehen einmal durch das Panel und jeder fühlt sich berufen, zu den Fragen zu antworten, zu denen er glaubt, etwas sagen zu können. Vielleicht nur eine kleine Provokation noch mit eingestreut, was ich heute gelesen habe von dem ehemaligen Geschäftsführer der Bundesnetzagentur, der jetzt seit einigen Wochen nicht mehr Chef der Bundesnetzagentur ist, auf die Frage, ob man nicht auch Energieeffizienz beim Bereich Energiewende diskutieren müsste, hat er gesagt, wenn wir genügend Erneuerbare haben, brauchen wir auch nicht mehr über Effizienz zu diskutieren. Bitte, Herr Dümpelmann. Ich hatte ja eingangs beim Nennen von fünf Zahlen die 1.200 Milliarden Kilowattstunden genannt, die von den 3.800 Primärenergie, die wir so haben in Deutschland, schlicht für Umwandlungsverluste dann draufgehen. Insoweit ist es natürlich vollkommen richtig,
da ist das größte, preisgünstigste und einfachste Potenzial zu holen, was man sich dann da nur holen kann. Das scheitert ganz, ganz oft einfach daran, dass, ich sage es mal so brutal, wie es richtig ist, Energie ist unverändert zu billig in Deutschland. Also ich weiß, dass es eine Menge Energiearmut ist, also halten Sie mich da an der Stelle nicht für herzlos, aber Strom ist zumindest, also eine auskömmliche Familienstromversorgung ist immer noch in Deutschland, von Ausnahmen abgesehen, das gilt für Frankreich in gleicher Weise, für relativ kleines Geld zu haben. Und der Anreiz, da entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, den Hintern hochzukriegen, ist offenkundig nicht hoch genug. Es gibt jede Menge Möglichkeiten für den Privatmenschen, sich energiesparende Geräte zu beschaffen. Einschränkung ist, dass die sind für die Anfangsinvestitionen natürlich häufig eher teuer als billig, aber am Ende des Tages lohnt sich das. Und selbst auch für den Wärmebereich ist da mehr möglich, als man so landläufig dann drin hat. Also ich sage an der Stelle sehr gerne, Herr Amels kennt das, glaube ich, das Beispiel, ich wohne hier in Berlin mit meiner Familie in einem ordentlich gedämmten Altbau aus dem Jahr 1873. Wir verbrauchen 38 Kilowattstunden Wärme pro Quadratmeter je Jahr. Ein Durchschnittswert für ein normales Einfamilienhaus liegt so bei ungefähr 150, wenn es gut ist, und mitunter deutlich und dramatisch drüber. Und bevor einer sagt, der Typ wohnt in einer teuren Wohnung, das Ganze liegt unter 7,50 Euro pro Quadratmeter. Mit anderen Worten, das Ganze ist tatsächlich möglich auf der Energieeffizienzseite, aber ich möchte gerne noch ein bisschen provokant für Herrn Kurt an der einen Stelle eine Lanze brechen. Wir werden natürlich, und darauf spielte er möglicherweise an mit dem Beispiel, wir müssen eigentlich nicht den Strom sparen, wenn wir genug Erneuerbare haben, kommt das Zeug ja dann tatsächlich relativ günstig an. In einer gewissen Hinsicht hat er recht, wir werden nicht mehr in Bezug auf die Strommengen ein Problem haben. Wir werden ein Problem haben und wir werden viel tun müssen in Bezug auf den richtigen Ort, wo der Strom produziert wird. Also das heißt die Frage, wo wird der Strom verbraucht, wo wird er hergestellt? Ist das der Ort, der Wind am günstigsten hat? Ist das der Ort, der die Sonne am günstigsten hat? Das ist aber dann oft eben gerade nicht bei uns sozusagen im Wohnzimmer. Also die Frage, wie kommt der Ort der Produktion zum Ort des Verbrauchs? Dazwischen liegen dann notwendig Netze. Und der zweite Punkt ist die Zeit. Also wird der Strom tatsächlich zu der Zeit bereitgestellt, wo wir ihn auch gebrauchen. Wind weht eben auch in der Nacht. Und wir werden sehr, sehr schnell in Deutschland Zeiten haben, wo tatsächlich deutlich mehr Strom produziert wird, und zwar zu Kosten von null. Wenn das Windrad einmal da steht und die PV-Anlage da ist, dann hat man nur noch den Verschleiß. Und es wird in der Tat für sehr, sehr kleines Geld tatsächlich zu Zeiten, die man sich aber nicht aussuchen kann, Strom genug geben. Also insofern wird wahrscheinlich, und darauf spielte Herr Kurt an, wahrscheinlich wird sich die Debatte um die Energieeffizienz nochmal auf eine ganz kuriose Weise drehen, was aber mitnichten ein Plädoyer dafür ist, sozusagen an der Stelle blind zu werden. Ich hoffe, ich habe einigermaßen deutlich gemacht, es gibt selbst auch für den Privatmenschen eine ganze Menge, was er da an der Stelle tun kann. Wir haben es selbst in der Hand. Behalten. Ja, die Frage wird ja immer wieder diskutiert mit dem Verbrauch und Verschwenden sozusagen. Ja, Energie sparen kann ja nur der verschwendet. Darum zum Beispiel in der dritten Welt versteht man das Thema gar nicht. Ja. Und der Einzelne ist ja auf anderen Gebieten ähnlich. Ich meine, er wirft auch Lebensmittel weg. Nur wenn er das ist, da kann man ihn auch nicht dran hindern. Ja, wenn er also mehr Energie verbraucht, als er eigentlich bräuchte, dann ist das eine sehr private Angelegenheit. Was anderes ist es, wenn ich jetzt eine Effizienz eines Gerätes nehme. Und da hat sich aber leider herausgestellt, je effizienter Geräte werden, desto mehr Geräte kaufen dann die Leute, weil sie mit einem bestimmten Budget umgehen, selber, für sich. Und bis das an die Schmerzgrenze stößt, das ist sehr individuell sehr unterschiedlich. Und man muss sich auch hüten, diese Effizienzfrage so zu diskutieren, wie es zum Beispiel über die EU versucht wird im Rahmen der Harmonisierung der Länder. Aber da will ich auch nicht im Einzelnen drauf eingehen. Aber da wird dann gesagt, warum haben wir denn die Photovoltaik nicht in den Ländern, wo so ganz viel Sonne scheint? Da ist doch viel effizienter.
Oder dort, wo die Windkraftanlagen, wo so viel Wind weht. Offshore. Dagegen muss man halten, das ist kein Selbstzweck. Wenn ich sage, meine Anlage der Photovoltaik auf meinem Haus, die versorgt mich, weil ich nämlich einen Speicher habe, dann ist diese Anlage für mich nicht in dem Sinne effizient, sondern sie ist als Anlage nicht effizienter, weil sie vielleicht hier die deutsche Sonne nur bekommt, aber sie ist effektiv. Und zwar in dem Sinne für mich, ich brauche sie in meinem System. Ich brauche sie in meinem System. Und das Gleiche gilt für die Windkraft. Wenn ich sie onshore habe und vielleicht von der Effektivität vielleicht weniger als offshore, kann sie doch im Verbund, wenn ich zum Beispiel eine Kommune habe und ich habe da ein kleines Feld mit Windkraftanlagen, wenn die auch unter Umständen nicht ganz so viel bringen, haben sie aber in dem System des Energiemixes, in der Versorgung einer Kommune, eine so effiziente Bedeutung, ja, oder Effektivität, dass man das einfach nicht gegeneinander ausspielen darf. Das ist ganz schlimm, wenn man immer mit diesen Vokabeln kommt, was ist denn das Effizienteste? Und wenn man dann womöglich sagt, dann dürfen es nur noch die Länder machen, die Küsten haben beim Wind, oder nur noch die Länder, die eben die Wüstengegenden haben, dann koppelt man das ja davon ab, erstmal, wer sind die Investoren? Ich will aber dezentrale Investoren, die sind nämlich viel, viel mehr. Ich will die neuen Träger. Man hat nicht mitbedacht, was ist denn dieses ganze Leitungssystem, was damit verbunden ist. Wie viel kostet das denn? Ja? Es ist also eine viel zu verkürzte Rechnung. Man muss einfach immer wieder als oberste Prämisse, und hier möchte ich nochmal Hermann Scher zitieren, die oberste Prämisse, ein Energiesystem definiert sich von seinen Quellen. Und die Erneuerbaren sind nun mal dezentral. Das heißt, und dezentral ist der Verbrauch. Und wir müssen Verbrauch und Produktion eng aneinander koppeln, so eng, wie es nur eben geht. Und dazu braucht man neue Techniken, zum Beispiel im Speicherbereich. Und ich habe aber diese andere Frage noch zu beantworten, was die Photovoltaikindustrie angeht. Wir haben eine blühende Industrie gehabt. Ja, und jetzt hört man von Insolvenzen. Wir haben aber auch eine fantastische Stabilisierung über das EEG gehabt. Obwohl im EEG eingebaut war, dass das degressiv gestaffelt ist, selbstverständlich immer angepasst an die Kosten der Anlagen oder Module, hat es dann aber doch einen enormen Einbruch dadurch gegeben, dass man es in ganz schnellen Schritten durch Regierungswechsel zum Beispiel jetzt gemacht hat oder angekündigt hat. Hinzu kommt, dass die Welt nicht schläft. Die Chinesen haben den Markt und werden sich den Weltmarkt erobern wollen und machen das natürlich mit echten Subventionen. Das EEG ist ja keine Subvention, sondern wird ja von uns angetragen. Wäre dort, wird echt subventioniert. Und nun müsste man natürlich sagen, warum drängen die so auf unseren Markt? Aber da gibt es eben Marktmechanismen, die man nicht so schnell beschränken kann. Man kann sich in Deutschland was überlegen und ich glaube auch, dass man das tun sollte. Man sollte sich überlegen, ob es sinnvoll ist, dass eine Anlage, die von, sagen wir mal, eine chinesische Anlage, die nachweislich subventioniert ist, sieht man ja am Preis, ja, dass man dann sagt, die ist vom EEG ausgeschlossen. Man kann sich eine ganze Menge überlegen. Die Italiener machen das mit einem Lokalbonus. Sie sagen einfach, die lokal produzierte muss bevorzugt werden. Man kann sich viel überlegen, das tut die Regierung aber nicht. Sie blockiert einfach weiterhin den Ausbau. Und diese Art der Regelung, ja, ich will die ganzen Fragen der Abregelung von Windkraft, das hast du ja auch noch nicht alles angesprochen, oder Abregelung von Photovoltaik, was ja alles jetzt gesetzlich geregelt wird, kann ich nicht mitvollziehen und kann ich noch auch nicht gutheißen. Weil in der Bevölkerung ist ja immer noch die Meinung, wir haben gar nicht genug Erneuerbare. Wir sind aber im Augenblick dabei, weil die Regierung geschlafen hat und die Anbindungen nicht sichergestellt hat. Und vor allen Dingen, ja, ich muss noch die anderen weiter ihr Statement abgeben lassen. Aber in dem Sinne muss man natürlich sich fragen, ob das der richtige Weg ist. Ja, wenn man dann die Industrie hier nochmal zerschlägt und sagt, dann kaufen wir halt nur noch auf dem Weltmarkt. Aber gleichzeitig hängt bei uns natürlich das Handwerk dran. Ja? Die ganzen Arbeitsplätze. Ja? Und das ist eigentlich unverantwortlich.
Und darum schalten wir als Eurosolar wieder in überregionalen Zeitungen Anzeigen, woran Sie sich beteiligen können, worin wir jetzt dem Bundesrat, weil die letzte Hürde ist der Bundesrat, der noch was dazu sagen kann, sich nochmal dazu äußert. Und ich hoffe, dass die entscheidenden Bundesländer, die etwas dazu zu sagen haben, sich wehren. Vielen Dank. Ich gebe das Wort an Herrn Amels, kann es mir aber nicht ersparen, noch eine Frage mit reinzugeben, die Sie vielleicht beide noch mal kurz in der Antwortrunde jetzt auch auf die Fragen, die gestellt wurden, noch mit berücksichtigen. Wenn wir die Energiewende so vorantreiben wollen, wie wir das jetzt gehört haben, ob es nun 80% oder 100% Dezentralisierung sind, aber wir wollen die Dezentralisierung, würde mich Ihre Auffassung interessieren, eure Auffassung interessieren, ob die Institutionen, die wir dafür haben, die das steuern, ob die denn schon ausreichend vorhanden sind, ob die stark genug sind oder ob wir eigentlich neue Institutionen brauchen, die die Energiewende vorantreiben. Ich will nur mal als Stichwort sagen, was mit Sicherheit im nächsten Bundestagswahlkampf kommen wird, von welchen Parteien kann man sich denken, ist die Forderung nach einem Energieministerium. Energiepolitik aus einem Guss hört man schon hier und da. Ich stehe dem persönlich höchst skeptisch gegenüber. Mich würde aber interessieren, wie sozusagen eure Einschätzung dabei ist. Ja, vielleicht mit der letzten Frage angefangen. Ich habe da gewisse Sympathien davor, einfach um das Thema ein bisschen prominenter zu besetzen, so wie es ja vor 25 Jahren auch sinnvoll und richtig war, das Thema Umwelt mit einem Umweltministerium zu besetzen, um damit auch die Bedeutung herauszuheben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es eben nicht nur unbedingt Energie, sondern auch ein Klimawandel oder auch ein Klimaministerium sein kann, was eben generell alle die Fragen, die wir hier heute ja durch den Raum gegeistert sind, im Gesamt zu beantworten. Denn die sind nicht ganz leicht zu beantworten, die Fragen, weil sie eben teilweise auch voneinander abhängen. Und von daher wäre da die Zusammenschau möglicherweise ein Schritt nach vorne. Also klares Plädoyer dafür. Es war vorhin die Frage, und die ist, glaube ich, noch nicht beantwortet von der Dame, von der Überlebenskünstlerin, die da sagte, macht das denn Sinn oder wie kann ich es denn machen, wenn ich jetzt aufs Land rausziehe, meinen Strom selber zu machen oder da möglichst umweltfreundlich zu agieren. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie machen es alles selbst mit den dazugehörigen Batterien, das geht, ist nicht ganz preiswert, aber es geht. Oder aber Sie gehen zu einem Ökostromversorger, bei dem Sie ein gutes Gefühl haben, da sitzen hier vorne einige, und kaufen von denen den Strom. Das ist die andere Möglichkeit. Ich würde wahrscheinlich einen Mix von beiden machen und sagen, okay, wir haben hier noch Handlungs- und Forschungsbedarf und ich würde das einfach mal probieren, wie das denn ist, wenn ich eine PV-Anlage habe und eine dezentrale Batterie daneben stelle, wie ich mich selber dann in meinem Verhalten darauf anstelle. Und damit wäre dann auch die Einladung zur nächsten Frage, kann denn nicht eigentlich der Verbrauch sich ein Stück weit dem Angebot anpassen? Ich bin ganz sicher, das geht im Haushalt. Es geht allerdings nicht hundertprozentig und wo nun da die Grenze ist, ist, glaube ich, noch nicht letztlich ausgeurteilt oder ausgeforscht. Wobei ich sage, es geht im Haushaltsbereich wahrscheinlich eher als im Industriebereich. Da ist es also mit Stromschwankungen eher schwierig. Aber im Haushaltsbereich kann man, glaube ich, eine Menge mehr machen als die in der Vergangenheit immer wieder zitierten 10%, die es möglich macht, wenn man den Geschirrspüler und die Waschmaschine verschiebt. Nur wird das auch ein komplettes anderes Verhaltensmuster dann nach sich ziehen. Und wie weit das geht, das würde mich persönlich mal interessieren. Insofern, ja, zwei Möglichkeiten. Und die andere Sache war, Industrie, beziehungsweise, das hatte Frau Pontenari ja auch schon beantwortet, natürlich ist das politisch ein Desaster, so eine Industrie abzuwürgen und damit auch vor allen Dingen politischen Zeichen zu setzen, dass so etwas hier nicht weitergehen soll. Denn es ist ja nur der erste Teil einer gesamten Energiewende, die eben nicht nur vorne bei den Anlagen sich abspielt, sondern vor allen Dingen, und da sehe ich noch die viel größeren Chancen, sich hinterher bei der Integration der Anlagen im Netz und bei dem kompletten Netzumbau, wobei ich Netz nicht verstanden möchte als die Stromleitung, sondern auf dem ganzen System bewegt. Und wenn Deutschland da jetzt schon aussteigt, ganz zu Beginn, halte ich das für industriepolitisch ein völlig verkehrtes und fatales Signal und auch ein absurdes Signal. Und deswegen ist es nicht in Ordnung. Und von daher, ja, vielleicht so viel dazu erstmal. Genau, ich möchte nochmal ein paar Sachen sagen zu dem, was hier auch mal zu dezentralen Energien gesagt worden ist, auch hier auf dem Panel.
Es wird hier immer als dezentral, jeder Bürger hat seine eigene Versorgung dargestellt, was sicherlich in einigen Regionen auch funktioniert. Aber ein Großteil der Menschen lebt nun mal in Großstädten. Dazu haben wir große Produktionseinheiten in der Industrie, die in den anderen, das hat der Peter Amitz gerade schon angesprochen, die einen anderen Strombedarf haben. Das heißt, wenn wir nur über das private Umfeld sprechen, dann bin ich sofort auf der Seite, ja, lass uns das alles dezentral machen. Aber auch da natürlich direkt die Fragestellung, wenn ich einen guten Platz für eine Windkraftanlage habe, also ich habe ein paar Häuser in einem Dorf, die ich damit versorgen kann, baue ich dann 1,5 Megawatt Anlage, weil die das Dorf versorgen kann, oder weil es ein guter Windstandort ist, baue ich da eine viel größere Anlage hin, die aber dann womöglich eine nahegelegene Stadt mit versorgt. Das heißt, diese Grenzen muss ich gar nicht hin zu Offshore gehen. Die sind halt auch irgendwo fließend von einer totalen Selbstversorgung eines jeden Haushalts, eines Dorfes. Also wer versorgt sich selbst, ist die erste Frage. Und dann macht das denn Sinn? Wenn irgendwo gute Bedingungen sind, warum sollte man sich da nur selbst versorgen und nicht gleichzeitig irgendwohin Strom liefern, wo die Bedingungen einfach nicht so gut sind? Das ist nun mal einfach eine Tatsache. Auch bei den Investitionen möchte ich auch nochmal darauf aufmerksam machen. Es ist natürlich mitnichten so, dass das alles ausschließlich von allen Bürgern finanziert ist, was da draußen an erneuerbaren Energien entstanden ist. Und man muss sich einfach bewusst machen, wir leben in einem System, das da heißt Marktwirtschaft. Und in diesem System funktioniert auch die Finanzierung. Das heißt, nicht jeder Bürger kann sich tatsächlich auch eine erneuerbare Energienanlage leisten. Das ist erstmal so, weil einfach die Einkommen, die Vermögensverhältnisse unterschiedlich sind. Dann wird ja häufig, werden die Anlagen über Banken finanziert. Ich nehme an, hier im Raum, weil ihr alle hier seid, habt ihr alle eure Konten bei guten Banken und nicht bei Banken, die Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke finanzieren. Also auch da die nächste Frage. Also all das spielt sich ja auch im System ab, der ganze erneuerbare Energienbereich. Und dann muss ich natürlich auch nochmal schauen auf das Thema Energieeffizienz. Noch ein letztes Wort dazu. In unserem Plan B, Energieeffizienz-Spiel, ist 25% der Lösung. Das heißt, vielen Dank nochmal, dass du das angesprochen hast. Das ist ein ganz wichtiger Bereich, der häufig sowohl in der Politik, ich muss aber auch zu unserer Schande sagen, auch von Umweltverbänden häufig stiefmütterlich behandelt wird in der Öffentlichkeit. Da sind wir nicht richtig stark drin, das ist wohl richtig. Energieministerium, war ein schöner Einruf hier von der rechten Seite, würde ich vor warnen, weil wir haben ein Energieministerium, de facto, das ist nämlich im Umweltministerium angesiedelt und da ist es auch ganz gut angesiedelt, weil die Energiewende machen wir ja nicht zum Selbstzweck oder weil wir alle jetzt gerade mal keine Kohle- oder Atomkraftwerke mehr möchten, sondern weil wir Gefahren abwehren möchten und um die Umwelt zu schützen. Das heißt, wo könnte das besser angesiedelt sein, als wo es jetzt angesiedelt ist, nämlich im Umweltministerium. Wenn man Energieministerium hat, dann besteht natürlich total die Gefahr, dass womöglich Röttgen die positive Lösung wäre für dieses Energieministerium. Aber da kann natürlich dann auch ein Rösler sitzen, der ganz andere wirtschaftliche Ideen hat. Und da wird es natürlich kompliziert, wenn ich so eine Struktur schaffe. Wir haben irgendwann wieder Wahlen und das wird hin und her gehen, wer gerade an der Macht ist. Ich kann ja nicht garantieren, dass da immer einer sitzt, der auch den Umweltgedanken immer mitspielt. Das kann ich am stärksten mit garantieren, wenn es nach wie vor im Umweltministerium angesiedelt ist, aber dort auch umfassend. Ja, meine Damen und Herren, Sie werden, wenn Sie auf die Uhr geschaut haben, bemerkt haben, dass wir bereits über der Zeit sind. Ich möchte aber jetzt nicht als Schlusswort sozusagen die Perspektive eines Energieministers namens Röslers mitnehmen. Das ist mir doch zu wenig erfreulich, die Vorstellung. Deswegen eine allerletzte ganz kurze Runde mit einer
Frage von mir, wo Sie die Gelegenheit haben, kurz darauf zu antworten, als positive Aussicht. Und zwar, was ist der geschwindigkeitsbestimmende Faktor Ihrerseits, der wichtigste geschwindigkeitsbestimmende Faktor bei der Energiewende? Und welchen Energiemix haben wir im Jahr 2030? Wir fangen hier an, ganz kurze Antwort und dann sind Sie erlöst. Der wichtigste Faktor für die Realisierung der Energiewende ist, dass man sich von zwischenzeitlichen Misserfolgen nicht irre machen lässt, sondern sich tatsächlich sagt, hey, wir haben in Deutschland tatsächlich einen Konsens darüber, dass wir in 2050 100% erneuerbare Energien bei der Stromerzeugung haben werden. Auf dem Weg dahin werden wir in 2030 in Deutschland einen sehr, sehr großen Anteil von Wind Onshore haben. Und zwar ganz einfach, weil Wind Onshore momentan dasjenige ist, was am leichtesten große Mengen darstellen kann. Der Erneuerbaren insgesamt, mindestens 50%. 50%. Naja, wir werden in 2020 ja schon bei 35 sein. Und also das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Also insofern 50% davon dominierend Wind Onshore. Und Cessa. Also nach meiner Meinung muss man das auch nicht festlegen. Weil noch schöner wäre es natürlich 100% bis dahin. Und warum soll man das nicht offen lassen? Warum kann man sich nicht endlich dazu entschließen, dass man das fördert, was möglich ist? Und dazu gibt es ja eine ganze Menge. Und ganz sicher ist das kein Energieministerium. Weil wenn man sieht, in welcher Form diese Frage eine Querschnittsaufgabe ist, so möchte ich mal sehen, wie das ein Minister regeln wird. Er muss Klinken putzen bei den anderen Ministerien, vor allen Dingen beim Wirtschaftsminister. Und er wird blockieren. Wenn man nicht immer, wie das im Augenblick über das Umweltministerium möglich ist, diese Umweltfrage auch als ethische Frage und als Gesundheitsfrage möglichst noch mit nach vorne bringen würde, dann hätte man noch schlechtere Karten. Ein Energieminister muss nämlich dann gleichwertig alle Energien vertreten und da ist die atomare und fossile dann auch dabei. Und da gebe ich Ihnen Brief und Siegel, welche Lobbyisten da am meisten auf der Matte stehen und ihren Einfluss geltend machen. Ja, zwei kurze Antworten. 2030 werden mehr als 50% erneuerbare im Netz sein, wenn es bis dahin gelingt, Netze auszubauen und auch die Infrastruktur, die ergänzende Infrastruktur auch über Speicher zu installieren. Das wird noch eine Herausforderung bis dahin. Genau, die drei wichtigsten Punkte. Starkes erneuerbaren Energiengesetz zum weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir brauchen ein starkes erneuerbaren Energienziel auf europäischer Ebene und wir brauchen ein scharfes EU-Klimaschutzziel auf europäischer Ebene. Das heißt mindestens -40% bis 2020 und Ausbau erneuerbaren Energien auf EU-Ebene mindestens 50% bis 2030 als Ziel. Und da ich ja noch, obwohl ich gar nicht beteiligt war, dieses 50.000 Dächerprogramm gut zu machen habe, sage ich natürlich jetzt 60%. Da schließt sich der Kreis. Sehr schön. Und wir kommen zum Schluss der Veranstaltung. Ich danke ganz herzlich Ihnen, die diese Fragen gestellt haben, die bis zum Schluss, das habe ich aus der Perspektive hier gemerkt, sehr wach dabei waren und gebannt die Diskussion verfolgt haben. Also vielen Dank für Ihre Beteiligung. Ich danke ausdrücklich den Panelisten. Ich denke, wir haben sehr viele Bereiche gestreift. Manche haben wir ein bisschen vertieft. Stichwort Transparenz, Partizipation, Akzeptanz, Stichwort Umweltbilanz bei Biomasse, Stichwort Rolle Stadt und Land, Stichwort Institutionen. Eines kann ich von meiner Seite aus noch sagen, was vorher nie der Fall war, was jetzt der Fall ist. Wir haben seit einiger Zeit einen gemeinsamen Begriff, nämlich den Begriff Energiewende. Und der ist eingeführt und das ist neu und das allein bringt uns schon mal sehr viel weiter. Vielen Dank.